Hey, und da sind wir live. Ich darf euch ganz, ganz herzlich begrüßen hier zum Start unserer Twitch Week. Herzlich willkommen aus dem Saftladen hier in Berlin. Ich freue mich, euch im Namen der Konrad-Adenauer-Stiftung begrüßen zu dürfen. Und zwar werden wir ab heute jeden Abend hier streamen und vor allem zocken. Wir sprechen über Politik und Games. Was hat das eine mit dem anderen zu tun? Wie können wir Haltung zeigen in Games? Und mit wem könnten wir uns darüber besser unterhalten als mit denen, die diese Spiele eben entwickeln? Wir haben uns vier super spannende Gäste eingeladen, vier Game Designer, die mit uns ihre Serious Games zu den Themen Fake News, Widerstand, Radikalisierung und Nachhaltigkeit zocken. Wir sind schon ganz gespannt. Heute am Start ist das Spiel Leons Identität mit dem Entwickler Hans Böhme. Wir sind schon ganz gespannt. Bevor ich mich hier festquatsche, will ich erstmal Hallo sagen. Hallo, liebe Ina. Hallo, Sophie. Hallo an euch da draußen. Schön, dass ihr schon eingeschaltet habt. Du begleitest uns durch diese Twitch-Week als Moderatorin. Du bist vom Game, vom Verband der deutschen Games-Branche. Mhm. Schön, dass du da bist. Wir sind schon ganz gespannt. An euch da draußen, kommentiert gerne in unseren Twitch-Chat. Und wir werden hier die Fragen dann natürlich live gerne beantworten. Schön, dass ihr da seid. Wir freuen uns auf das, was heute, was die nächsten Tage kommt. Und dann, ja, viel Spaß zusammen. Und ich mache mal Platz für unseren ersten Gast. Viel Spaß. Ja, vielen Dank für die Einladung. Und während gleich Hans hier Platz nimmt, den ich euch gleich näher vorstellen werde. Hallo Hans. Hi. Kurz nochmal meine Vorstellung. Also ich bin Ina und wie Sophie das schon richtig gesagt hat, ich bin sonst beim Game. Ich freue mich sehr über die Einladung der Kass, hier die nächsten vier Abende euch zu begleiten und mich zu unterhalten über die Spiele, die eben eine politische Message mitspielen. Lassen sozusagen. Und vor allen Dingen zusammen mit euch, stellt gerne eure Fragen. Und wir werden den Fragen auf den Grund gehen, wie passen denn Spiele und Politik zusammen? Wie kann man denn die Herausforderung unserer Zeit ja eben auch spielerisch verarbeiten? Und was macht es mit den Spielern? Wie erleben die dann die Spiele? Und wie Sophie schon gesagt hat, wie ist die Haltung derjenigen, die das machen? Vielleicht, Hans, wir grooven uns mal langsam ein. Also wir werden gleich natürlich das Spiel mit euch zusammen spielen. Vielmehr Hans und ich, ja, werde irgendwie dich begleiten und Fragen stellen. Ja, erzähl doch vielleicht mal was kurz zu dir. Ich bin Hans. Ich bin bei der Bild- und Tonfabrik, die das Spiel entwickelt hat, bin ich sozusagen Lead Artist des Game Departments. Also eigentlich macht die Bild- und Tonfabrik ja hauptsächlich Film- und Fernsehformate. Aber schaut immer mal auch wieder in andere Richtungen. Also es gab auch mal Ausstellungen und so weiter. Und irgendwann ist dann auch das Game Department rausgeploppt mit unserem ersten Titel Trüberbrook. Also vorher schon so ein paar Fingerübungen mit den Game Royale-Spielen zum Neo-Magazin Royale. Ja. Und Trüberbrook war dann letztes Jahr so unser erstes großes Projekt. Und Leons Identität war dann quasi ein Folgeprojekt, das eine Auftragsarbeit war. Und obwohl ich jetzt so sage, ich bin Lead Artist, ist natürlich, wir sind ein ganz, ganz kleines Team. Ja. Also wir sind zu viert meistens, holen uns dann oft noch Expertise dazu, aber nur zeitweise. Deswegen ist das ein bisschen schwierig, immer so die Rollen festzulegen, weil wir alle überall mal irgendwie mitmischen. Das ist bei den meisten Indie-Teams tatsächlich so. Was vielleicht durchaus interessant ist für den einen oder anderen, der jetzt nicht aus der Spieleentwicklung kommt, ist vielleicht gerade der Fakt, dass ihr so ein Spiel, wir werden es gleich sehen, ja sogar nur mit vier Menschen macht. Mhm. Also dass es ja gar keine große Fabrik ist, sondern eine kleine, schöne Manufaktur, so würde ich es vielleicht mal nennen. Was sind denn da genau die Rollen? Was machen denn die vier Menschen an dem Spiel genau? Also in so einem ganz klassischen Prozess gibt es auf der einen Seite Leute, die das konzipieren, das sind die Designer meistens, aber das ist so ein bisschen eine Wortschwierigkeit, weil in anderen Bereichen sind Designer oft Leute, die visuell arbeiten, im Games-Bereich sind Designer eigentlich hauptsächlich Leute, die die Spiele, Regeln gestalten, so in dem Sinne Design, die sich Konzepte ausdenken, die auch oft Writer sind, also Inhalte formulieren. Ja. Auch, wie gesagt, auch da, ne, total durchgemischt in unserem Team. Ja. Dann gibt es noch so einen anderen Bereich, das ist die Programmierung insgesamt, also da fallen ganz viele verschiedene Sachen drunter, Logik, wie Dinge aussehen, muss auch oft irgendwie auf eine gewisse Art und Weise programmiert werden. Also alles, was irgendwie mit Code zu tun hat. Mhm. Dann gibt es noch die Artists, die dann die eigentlichen, was man sonst unter Designer versteht, sind eben die, die sich um den Look kümmern und ums Visuelle, auch um visuelles Storytelling.
Da gibt es dann auch immer mal wieder Verschmelzungen mit anderen Bereichen. Also beispielsweise ein Technical Artist ist jemand, der ganz nah bei den Programmierern steht, aber auch auf der Art-Seite. Und da gibt es dann ganz viele Aufspaltungen innerhalb dieser Bereiche. Also das kann man auch so sagen, das ist ja, sag ich mal, immer die Grundelemente ins Spiel zu machen. Ne? Also genau. Sozusagen so, der Game Designer, der setzt so das Regelwerk, wie das funktioniert. Mhm. Dann hat man den Artist, der sich um die ganze visuelle Komponente kümmert und den Programmierer, der das, ja, alles codet, wie man so schön sagt. Genau. Das ist ganz spannend, finde ich. Und wie groß wart ihr? Ich will nochmal ganz kurz zurück, bevor wir hier anfangen, zu eurem Spiel Trüberbrook. Mhm. Das ist ja nicht irgendein Spiel, das ist ja rein zufällig das beste Spiel oder als bestes Spiel ausgezeichnet worden beim Deutschen Computerspielpreis im letzten Jahr, in 2019. In einer Zeit, wo es noch eine große Gala gab und ihr den Preis auf einer großen Bühne erhalten habt. Und du sagst sozusagen, Leons Identität ist so ein bisschen ein Folgespiel zu Trüberbrook. Inwiefern? Also rein zeitlich tatsächlich. Ja. Es hat inhaltlich nichts damit zu tun. Wir haben uns nochmal ein bisschen anders ausprobiert. Ich glaube, was man sagen kann, ist, wo wir quasi unsere Expertise mitnehmen wollten, ist, dass wir kein Spiel machen, bei dem die Spielmechanik besonders im Vordergrund steht, sondern wie bei Trüberbrook, dass eine Erzählung und eine Inszenierung im Vordergrund steht. Ja. Kann man schon sagen, das ist so euer Steckenpferd, dass ihr so narrativ arbeitet, also auch Geschichten erzählt im Fokus? Ja, könnte man sagen. Also ich glaube, wir versuchen das auch gerade so immer mehr zu unserem Fokus zu machen auch. Ja. Und nochmal letzte Frage und dann fangen wir an. Ich verspreche das. Aber du hast gesagt, du bist Lead Artist. Das heißt, alles, was wir so visuell sehen, das hast du mitgeprägt und mit entschieden. Genau, aber da waren auch ganz viele andere Personen noch mit dabei, die auch ganz viele von diesen 3D-Sachen gebaut haben und von den 2D-Sachen. Also wir hatten beispielsweise noch einen Illustrator dabei, der dann extern zum Team dazu kam. Ja. Ich würde mal sagen, deswegen Lead Artist, weil das immer so ein bisschen bei mir zusammengelaufen ist und auch immer bei mir so ein bisschen durch eine Abnahmeschleife ging und ich am Anfang auch so ein bisschen versucht habe, mit den anderen zusammen eine visuelle Idee von dem Ganzen überhaupt erstmal zu finden. Also wie soll denn die Stimmung im Raum insgesamt sein und so weiter. Ja. Okay, dann würde ich sagen, fangen wir ruhig mal an. Genau, wir kriegen hier aus dem Off. Dankeschön. Hola. So, das noch halten. Arbeitsmaterial eines Streamers gereicht. Jawohl. So, und funktioniert auch schon, ne? So, legen wir los. Ja. Gut. Na, einen Moment. So, dann verführe ich dich mal ganz kurz zum Multitasking. Gib uns doch vielleicht so eine kurze Synopse. Also man sieht ja hier zumindest schon mal, wir sehen hier einen Schreibtisch. Mhm. Und offensichtlich hatte jemand die Pizza von gestern Abend noch nicht weggeräumt. Ja. Also genau, um was geht's denn vielleicht grob, während das Spiel lädt? Ich glaube tatsächlich, das Spiel ist gerade abgestürzt. Aber wir können ja während das neu startet. Es ist aber sehr diskret abgestürzt. Ja. Normalerweise, ich gebe das mal kurz um. So. Genau, wir übergeben das nochmal hier. Ach, oder? Geht's jetzt doch weiter? Ah, nee, genau, geht weiter. Okay. Es geht. Sehr schön. Perfekt. Ja, ich glaube, darüber kann ich schon mal sprechen. Das ist ja eine Besonderheit des Spiels, dass ihr. Dass das ein Auftrag ist und es sind ganz besondere Auftraggeber, von denen ich sagen muss, dass ich das so noch nie, also mein Steckenpferd beim Verband ist ja so Finanzierung und Förderung und deswegen gucke ich mir natürlich immer an und das interessiert alle Entwickler, wer finanziert ist. Also im Auftrag gegeben wurde es vom Innenministerium des Landes NRW und direkt dem Ministerpräsidenten. Mhm. Und die Behörde heißt immer Staatskanzlei und genau, der Leiter der Staatskanzlei. Ja, und warum und wieso, darüber sprechen wir ja auch die ganze Zeit im Stream. Aber jetzt hören wir uns erstmal das Intro an. Ja, genau, das war im Prinzip. Leon irgendwo Spuren hinterlassen. Das war im Prinzip gerade das Intro. Man ist hier diesen Gang hochgekommen. Genau, Auftraggeber war das Innenministerium NRW. Weil das eben ein Projekt zur Extremismusprävention sein soll und sich jetzt. Das Innenministerium dazu entschlossen hat, eben auch dieses Medium einfach mal damit zu bespielen, was ich eine sehr schöne Sache finde, weil Computerspiele einfach ein gutes Medium zum Lernen sind. Ja. Und zum Inhalte vermitteln auch.
Genau, also wir sehen, dass wir... Also das heißt, wir stellen das hier so als These hin, aber natürlich genau darum geht es ja auch in sozusagen jetzt heute Abend und den nächsten Abenden, dass es vielleicht eben noch nicht bei vielen so angekommen ist, dass Spiele ganz hervorragend sich eignen, ja auch ernsthafte Inhalte zu vermitteln, an denen man etwas lernen kann. Mhm. Und ja, das ist ja sozusagen auch die spannende Balance, ne? Weil die meisten sehen erstmal Spiele, okay, das muss Spaß machen. Eine große Motivation für Spiele ist vielleicht auch natürlich so ein Eskapismus. Mhm. Und genau das, ja, darum geht es ja, wie man sozusagen das Spielerische, aber auch mit einem ernsten Inhalt verbinden kann. Ja. So in der Games-Branche nennen wir das oft Serious Games. Also ich glaube, unsere Zuschauer haben das bestimmt schon mal gehört, Serious Games. Halt Spiele, wo man sagt, ja, die haben halt auch eine ernsthafte Message und ist jetzt nicht nur reine Game-Mechanik, also dass man ein Puzzle löst, sondern hier löst man Puzzle, um eine übergeordnete Geschichte zu erleben. Aber genau. Okay, ich übergebe wieder an Hans. Genau, zu dem Thema ist auch immer ganz wichtig zu erwähnen, weil den Serious Games wird oft auch nachgesagt, dass sie eben langweilig sind. Ja. Und das ist auch gerade, finde ich, die große Kunst bei Computerspielen, die Inhalte vermitteln sollen und bei denen man was lernen soll, dass man nicht vergisst, dass es immer noch auf eine gewisse Art und Weise Spaß machen soll, weil das eben auch eine Besonderheit dieses Mediums ist. Und Spaß muss ja nicht gleich Spaß sein, ne? Also ein Horrorfilm oder eine Doku zu sehen, ist nicht der gleiche Spaß wie ein Actionfilm. Und genauso muss bei einem Computerspiel auch so ein Spiel nicht genauso Spaß machen wie Fortnite oder sowas. Ja, ja. Aber ich finde das ganz spannend. Also ich glaube, wenn man so in Game-Developer-Kreisen unterwegs ist, da gibt es ja auch sozusagen die Frage, muss man sich so diesem Paradigma, ein Spiel muss Spaß machen, muss man sich das beugen? Aber du hast es gerade schon gut erzählt. Ne? Spaß ist ja nicht immer gleich hier so Spaß, sondern genau, man guckt sich auch Horrorfilme an und ist dabei unterhalten. Ja, genau. Und unsere Herangehensweise war eben diese, also es geht im Spiel, um das schon mal so ein bisschen vorwegzunehmen, geht es um Leon, der verschwunden ist. Wir sind gerade in seinem Zimmer hier. Und hat sich einer Gruppierung angeschlossen, die sich, das ist jetzt ein kleiner Spoiler schon mal, die sich atavistische Aktion nennt. Hier ist dieser Sticker davon. Omega, ist das nicht auch das Logo von irgendeiner völkischen rechten Verbindung? Genau, ja. Vielleicht finde ich auf Leons Computer eine heiße Spur. Und uns war eben wichtig, dann nicht nur mit dem erhobenen Zeigefinger so eine ganz trockene Geschichte zu erzählen, ist jetzt eben weg, sondern auch, wie es dazu kommen konnte, und eine ganz persönliche Geschichte zu erzählen, auch mit mehrdimensionalen Charakteren, die irgendwie glaubwürdig sind. Mhm. Und auch so ein bisschen ihn nicht als reinen Bad Guy vermitteln, sondern dass er natürlich auch ein Leben hat, irgendwelche Umstände, die ihn dazu gebracht haben. Mhm. Und dass das eben einfach auch ein bisschen eine Tragik hat, wie er dazu gekommen ist. Ja. Genau. Und darum geht es auch in dem Spiel eigentlich. Man muss ziemlich viel über ihn lernen. Also beispielsweise... In unserer Band spielt Leon den Bass. Mhm. Ich glaube, ich durfte eigentlich nur mitmachen, weil sie sonst keinen Schlagzeuger gefunden hätten. Naja. Genau, man findet hier so reihenweise Hinweise über ihn. Und am Ende führt man ein Telefonat mit ihm. Und dann ist es wichtig, dass man sich das alles über ihn gemerkt hat, weil nur so kann man ihn überzeugen, wieder zurückzukommen. Wenn man ihn mit irgendwelchen Quatschsachen belabert, dann... bestätigt man natürlich eher sein Bild von den Dingen und dann lässt er sich auch nicht zurückholen. Auch da war uns die ganze Zeit wichtig, also auch im Nachhinein gibt es noch einen Epilog und da war es uns natürlich auch wichtig zu erwähnen, dass es natürlich immer ein Zurückkommen gibt, auch für Leute, die sich am Radikalisieren sind oder schon radikalisiert sind, dass auch die natürlich gewisse Institutionen aufsuchen können. Aber es war uns dennoch auch wichtig, den Spielern und Spielerinnen da eine gewisse Freiheit zu geben, dass es auch wirklich auf was ankommt und dass sie auch eben in diesem Sinne versagen, in Anführungszeichen, können, dass sie es eben nicht schaffen, Leon zurückzuholen. Genau. Und ich kann hier einfach mal ein paar... Genau, also ich weiß gar nicht, ob wir es schon erwähnt haben, aber wir spielen Jonas, seinen jüngeren Bruder. Ja, ganz genau. Der sich gerade in das Zimmer begeben hat von Leon, nachdem der schon einige Tage verschwunden ist. Die Familie macht sich sehr Sorgen und Jonas hält es dann einfach nicht mehr aus und geht in das Zimmer und sucht eben nach Hinweisen, wie er Leon kontaktieren kann. Ja. Genau, ich glaube, das hat er damals auf der Gamescom abgestockt. Es gibt sehr viele, also unser Ziel war es, ein sehr ruhiges Zimmer zu erzählen, irgendwie ein glaubwürdiges Zimmer, so hier noch so eine heile Welt eines Jugendlichen. Das Stichwort hier ist Environmental Storytelling, also das bedeutet, dass wir eigentlich die Story nicht über eine Erzählung, also eine gesprochene Erzählung, relativ wenig über Text, sondern einfach über Dinge, die man hier finden kann, erzählt wird. Also man merkt, er ist ein bisschen unordentlich. Leon ist 18 und wäscht seine Wäsche immer noch nicht selbst.
Und Mom und Papa machen das auch noch mit. Genau, wir haben gerade schon gesehen, dass er mal auf der Gamescom war. Wir haben, um noch eine weitere Erzählebene hinzuzufügen, haben wir solche Fotos hier eingebaut. Im Sommer, als wir in Holland gezeltet haben, da war ich das erste Mal dabei. Und irgendwie war dann noch alles in Ordnung. Genau, und wenn man so... Aber krass. Leon hat die Gesichter von Lina und Elias ausgebrannt. Jetzt merkt man schon so langsam, irgendwas liegt da im Argen. Wir haben bei diesen Bildern immer solche Erinnerungen eingebaut, also jetzt solche Videos. Lina, Wahrheit oder Pflicht? Oh Mann. Ich glaube, ich nehme Wahrheit. Okay. Meine Frage ist, würdest du gerne mal mit jemandem aus unserer Runde knutschen? Das ist fies, aber ja, würde ich echt. Wuhu! Krass! Love is in the air. Da, 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 love is in the air. Genau, und so kann man noch weitere Hintergründe über diese Freundesgruppe um Leon erfahren. Jetzt haben wir hier gerade gesehen, okay, irgendwie die beiden sind ausgebrannt. Lina scheint wohl ein bisschen auf irgendwen in der Gruppe zu stehen. Leon macht sich da so ein bisschen Hoffnung auch, sehen wir auch später noch. Beispielsweise über diesen Pokal hier. Und Leon letztes Jahr beim Ubergar-Turnier auf der Gamescom abgeräumt. Genau. Da erfahren wir auch, dass, okay, er ist scheinbar also ein Ubergard-Spieler, was so ein bisschen eine Anspielung auf ein berühmtes anderes Spiel ist von einem großen Entwickler. Genau, wir können ja einfach mal den Computer anmachen. Er meinte ja gerade schon, vielleicht finden wir da was. Erstmal einschalten. So, genau. Ohne Passwort komme ich hier nicht weiter. So, wir kennen das Passwort natürlich nicht. Das heißt, egal was wir hier auswählen, das wird nicht funktionieren. Aber wir haben einen Hinweis bekommen. Ich meine, ich kenne jetzt schon den Lösungsweg. Das war, glaube ich, wirklich die Auswahl der meistgenutzten Passwörter, nicht wahr? Das kann tatsächlich gut sein, das weiß ich gar nicht. Genau. Ich kenne jetzt schon die Lösung, also da muss man natürlich irgendwie in einem ganz organischen Prozess drauf kommen. Aber hier ist noch eins von diesen Fotos in so einer Kiste unterm Bett. Das ist ewig her. Da war Ivo noch am Leben. Guter alter Ivo. Genau, noch da kann man sich erinnern. Alle lächeln. Noch 5 Sekunden, bis sie auslöst. Lächeln, Leon. Tschüss. Ivo. Na toll. Das müssen wir jetzt nochmal machen. Ivo, kommst du jetzt hier hin? Und da findet man dann auf der Rückseite, Mama hatte uns diese Karten geschenkt, damit wir Ivo nicht vergessen. Findet man das Geburts- und Todesdatum. Passwort sein? Genau, von Hund, von Leon. Ivo. Und wenn man 1 und 1 zusammenzählt, hier stand er auch schon gerade im Passworthinweis, Rest in Peace, fälliger Kumpel, dann kann man hier Ivo 2010 als Passwort auswählen. Check. Genau. Und jetzt auf diesem Computerinterface, also spielt sich ein großer Teil, spielt sich in Leons Zimmer ab, ein großer Teil spielt aber auch in diesem Computerinterface. Kann man zum Beispiel hier, die haben sich so eine Textdatei einfach mit einem Ranking gemacht von ihrem Ubergard-Spiel. Yeah. Kann man auch so im Kontext rausfinden, wenn man sich noch andere Sachen anhört, dass das hier Elias ist, der eben ganz links saß. Und die haben zusammen, waren sie eben ein super Team. Also es wird alles nicht so, es wird nicht mit dem Hammer erzählt, sondern muss sich so die Inhalte selber zusammensuchen. Und das macht, glaube ich, auch den Spaß dabei aus, dass man so richtig detektivisch vorgeht. Na und das soll ja wahrscheinlich auch so eine sehr realistische Lebenswelt der Zielgruppe. Ja, genau. Ja. Also das Spiel ist ja für Jugendliche, sag ich mal, in erster Linie gedacht. Spielen kann es natürlich jeder. Ja. Aber die einfach ein realistisches Abbild ihrer Lebenswirklichkeit haben. Genau, ja. Das finde ich natürlich nicht schlecht. So 3D-Drucker in so einem Jugendzimmer hat offensichtlich schon, sag ich mal, sehr spezielle Interessen. Ja, genau. Also es war uns auch wichtig, da jetzt nicht unbedingt so unsere Jugend damals zum Vorbild zu nehmen. Wir wollten am Anfang beispielsweise viel prominenter betonen, dass er mit solche Pen-and-Paper-Spiele hier spielt, also mit solchen Würfeln. Und dann ist uns aufgefallen, das ist gar nicht mehr was so krass aktuell ist. Das ist total nischig geworden, auch wenn das bei uns damals vielleicht noch viel stärker war. Und deswegen sind solche Sachen gekommen, wie er hat sich einen 3D-Drucker geholt, er ist Streamer oder Hobby-Streamer, er hat so in seiner Schublade ganz viele Technikbauteile. Leon war schon immer ein ziemlicher Nerd. Genau. Motherboard, RAM-Riegel, Lüfter. Und was war da gerade in seiner Schublade? Sein Abi-Zeugnis. Genau, sein Abi-Zeugnis, was ja auch ein bisschen was über ihn erzählen kann. Gut in
Also er ist gerade, hat gerade sein Abitur fertig. Und befindet sich jetzt wahrscheinlich in der typischen Lebensphase. Was macht man jetzt mit dem Rest des Lebens? Ganz genau, ja, genau. Auch ganz gute Zensur, nicht schlecht. Genau, ganz gut. So, man merkt auch da so ein bisschen, was Leon so für ein Typ ist. Ne, war jetzt nicht so das Sportass, aber ganz gut in Geschichte, ganz gut in den ganzen Naturwissenschaften. Kein Ballgefühl. Wo ist er denn? Was kann er denn nicht gut? Entschuldige. Sport war das. Und wenn ich mich recht erinnere, war es noch hier genau in Politikwissenschaften. Ist also mittelmäßig, aber auch jetzt nicht schlecht. Aber sehr geschichtsinteressiert. Ja. Okay, genau. Also ein paar Clues. Genau. Genau, also so finden wir Teil und Stück für Stück raus. Er war ein ziemlich nerdiger Typ, ziemlich technikbegeistert. Kann man auch hier, also viele dieser Bücher sind tatsächlich gar nicht interaktiv, aber dadurch, dass man sich die Titel so anguckt, kann man so ein bisschen rausfinden, was er so für ein Typ ist. Also auch da sind einfach so ein paar lustige Easter Eggs-Sachen dabei, irgendwie die 100 besten Dad-Jokes. Genau. Hier, Auto-Videokameras. Auch, dass er Politik interessiert ist insgesamt. Mhm. Oder er hat es aus der Schule, auch so ein bisschen, die hier kennt natürlich auch jeder aus der Schule noch. Und beispielsweise das Buch haben wir gewählt, weil es auch schon mal so ein kleines bisschen Hinweis darauf gibt, das Leiden des jungen Werthers, was seine Story so ist. Ja. Weiß auch nicht, ob ich das jetzt schon mal spoilern soll oder nicht. Naja, ich glaube, wir haben so viel Zeit, wir spielen ja ziemlich viel von Spiel. Genau. Ja, also genau. Spoilerwarnung natürlich an alle. Ja, wir gucken uns das Spiel, wir machen hier ein Let's Play. Insofern werdet ihr alles ziemlich viel kennenlernen vom Spiel. Schade um meinen Paladin. Genau, und ich mache jetzt einfach mal, also wir hatten gerade diesen Drucker hier angesteckt. Haben hier noch einen USB-Stick, den wir in den Computer einstecken können. Vielleicht ist da was Wichtiges drauf. Und wenn wir das tun, öffnet sich hier ein Programm. Und dabei war nämlich auch wichtig, das war quasi das zweite Ziel, das mit dem Projekt verfolgt wird, neben der Extremismusprävention und der Aufklärung war es eben auch, ging es um Medienkompetenzen. Mhm. Also beispielsweise, wie recherchiere ich gut, wie siebe ich Inhalte aus und gerade auch solche technischen Dinge, das sehen wir dann später noch, wenn wir in den Browser gehen, waren natürlich auch wichtig. Ich drucke den Schlüssel jetzt einfach mal. Ja, und während du den Schlüssel druckst, wir haben hier schon mal eine erste Frage aus der Community. Mhm. Und zwar der Sepp 1337 oder Lied fragt, wann ist die mobile Version fertig und wird das Spiel eigentlich auch im Unterricht eingesetzt? Genau, das also die mobile Version, das ist nochmal eine leicht andere Version von dem Spiel, weil natürlich so eine Grafik, wie man es jetzt gerade sieht, ist tatsächlich nicht wirklich machbar im Mobile oder im Browser. Deswegen haben wir eine rein HTML5-basierte Version, die diesem ganzen Universum relativ nahe ist. Also es tauchen die gleichen Personen auf. Haben wir auch erstellt. Das ist gerade noch in der Abnahmeschleife und das ist dann bald fertig. Ist aber ein viel kürzeres, kleines Spiel. Das soll mehr so ein kleiner Appetitmacher sein auf das eigentliche also Spiel. Also es ist auch nicht die Vollversion. Nee, ganz genau. Ja. Und es ist auch ein ganz anderes Spielprinzip. Es ist eher so ein Text-Adventure. Ja. Der zweite Teil war... Ja, wird das Spiel im Unterricht eingesetzt? Genau. Und das war auch tatsächlich unser primäres Ziel. Wir haben so ein bisschen aus den Augen verloren, dass natürlich viele Schulen so ein bisschen veraltete Technik haben. Ja. Und dieses Spiel hier schon, sag ich mal, mit der Grafik vor allem eher neue Technik auslotet. Ja. Aber Ziel ist natürlich, dass das auch im Unterricht gespielt wird, dass es dann auch mit Lehrerinnen und Lehrern zusammen angegangen wird, dass das besprochen wird und möglicherweise das, also je nachdem, wie gut die Schule ausgerichtet oder ausgestattet ist, dass das vielleicht auch einfach zu Hause als Hausaufgabe gespielt wird. Ja. Genau. Ja. Wir haben jetzt diesen Schlüssel gedruckt und wenn man den anwählt. Aber für welches Schloss? Genau, für welches Schloss? Sieht so ein blauer Schlüssel, der 3D gedruckt ist. Das passt hier ganz gut so. Der gedruckte Schlüssel passt ins gedruckte Schloss. Na klar. Da finden wir was Neues. Das war sein Handy. Auch hier wieder, also haben uns echt Mühe gegeben, tatsächlich auch noch viel mehr über ihn zu erzählen, als das, was hier interaktiv ist. Also dass jetzt nicht nur dieses Handy da drin liegt, sondern er hat da so eine kleine Holzbox zusammen mit diesem Teilding,
Ich will jetzt mal nicht sagen, was das sein könnte. Kann man sich vielleicht denken, was in der Holzbox drin ist. Genau, er hat hier so ein paar Bitcoin-Paper-Wallets, also weil er so technisch interessiert ist. Genau, und das schließen wir jetzt einfach mal an, damit das Handy laden kann. Wunder, dass wir nicht erreichen. Genau. Und das mal anwähle. Bräuchten wir jetzt theoretisch noch einen Unlock-Code, auch da wieder, ne, Medienkompetenz, ein bisschen herausfinden, Unlock-Codes kenne ich aus der echten Welt, wie könnte ich jetzt herausfinden, was das ist, was dieser Unlock-Code ist. Also man weiß in der echten Welt schon ungefähr, wie die funktionieren. Ja. Und genau, jetzt findet man beispielsweise hier auf der Rückseite dieses Zettels, findet man etwas, was so einem Unlock-Code sehr ähnlich sieht. Ja. Und ich habe den schon 1000 Mal eingegeben. Da muss man natürlich Leon, ja, dem Protagonisten, hier verschwunden ist, ja eigentlich tadeln, ne? Dass er hier seinen Unlock-Code... Ja, genau, sollte man eigentlich nicht machen, aber das war dann natürlich doch irgendwie dem Gameplay dann so vorzuziehen, dass man das irgendwie herausfinden kann. Und er hat es ja auch ein bisschen versteckt. Genau. So, ein möglichst komplizierter Unlock-Code. Yes! Sieht so aus, als hätte Leon die meisten Apps gelöscht. Genau, auch hier kann man wieder, also es gibt verschiedene Dinge. Man kann beispielsweise die Chats, die er in einem anderen Chatprogramm nachempfundenen Chat finden kann und da einfach ein bisschen was herausfindet, über was vorher passiert ist. Also wir haben es auch immer hier mit den Zeitangaben gekennzeichnet, was er so geschrieben hat, was ihm geantwortet wurde. Das ist jetzt gerade, also er spricht gerade mit einem selbst, also mit Jonas, seinem Bruder. Mhm. Ich scroll da mal ganz langsam durch, damit man das eventuell anhalten kann und nochmal im Genauen nachlesen kann. Man sieht hier vor 2 Wochen, kommst du heute zur Probe oder eher nicht, zu Elias, nee, lass mal, keinen Bock mehr auf die. Jetzt kriegt man so langsam ein Gefühl, okay, da ist irgendwas vorgefallen in dieser Freundesgruppe. Und plötzlich antwortet er auch einfach gar nicht mehr und wird immer abgeschotteter. Ganz schön ätzend, die letzten Tage. Genau. Und so Stück für Stück können sich auch da dann, kann man sich so aus Puzzleteilen zusammensetzen, was passiert ist. So. Hier auch, ne, Eltern benutzen mal wieder mit Bravour den Chat, dass deren Familiengruppe, Leon hat seit ein paar Wochen nichts mehr geschrieben. Hier haben wir auch Voice Messages eingearbeitet. Hey Leon, wo schläfst du? Meld dich mal bitte. Papa macht sich schon richtig Sorgen. Komm nach Hause. Genau, ich gehe die jetzt einfach mal durch. Naja, relativ fix drüber gehen. Hey Leon, alles klar bei dir? Meld dich mal bitte. Hi Leon, ich weiß, die Situation ist gerade verkorkst und dir geht es bestimmt scheiße. Aber das kriegen wir schon wieder hin. Ruf mich mal an, wenn du Bock zu reden hast. Genau, das war Emily, eine aus der Freundesgruppe. Das ist Lina. Mir das langsam zu privat. Aber vielleicht finde ich hier einen Hinweis, wohin Leon verschwunden ist. Genau, war uns auch nochmal wichtig zu betonen, dass es eigentlich nicht geht, was Jonas da gerade macht. Mhm. Er wühlt da ziemlich in der Privatsphäre seines Bruders rum. Und wir haben dann einfach mal gesagt, für diese extreme Situation, dass er wirklich Angst um seinen Bruder hat, erlauben wir das einfach mal, dass er so viel herausfindet über ihn, auch in sehr privaten Sachen eigentlich. Aber wir haben es noch mehrmals betont, dass es eigentlich eine Sache ist, die so einen Schritt zu weit geht. Und das erwähnt er auch immer wieder. Ich glaube auch, dass das bestimmt eine Herausforderung war im Storytelling, ne? Ja, ja, genau. Also sozusagen, wie geht man mit diesem moralischen Dilemma zu? Was ist sozusagen der Anlass, die Motivation, ja erstmal seinen Computer quasi zu unloggen und dann auch noch in seinen Handy-Nachrichten zu wühlen? Ja, ist tatsächlich auch der Punkt, der... ich lasse mal eben die Voice-Message fertig. Mhm. Genau, also Lina entschuldigt sich, beziehungsweise Lina sagt ihm, dass er erstmal keinen Kontakt mehr will und Leon wird jetzt ziemlich sauer. Was, wie er Lina bedrängt? Eigentlich ist er doch gar nicht so. Er war wohl ganz schön verletzt. Wenn er das nochmal lesen würde, würde er sich wahrscheinlich schämen. Und auch da wieder, ne? Also Leon ist kein eindimensionaler Bad Guy, nur weil er jetzt radikalisiert wurde, sondern da stehen in seinem Fall jetzt verletzte Gefühle dahinter. Er war auch mal irgendwie anders und ist jetzt einfach nur abgedriftet. Da war es uns auch echt wichtig, eben zu sagen, dass Leon ein ganz normaler Mensch ist und dass das eben einfach passieren kann. Dass es einfach nur wichtig ist, wie man damit dann auch umgeht, wenn es mal passiert ist, dass sich jemand auf so einem Weg befindet oder bereits radikalisiert hat.
Genau, und zu diesem Punkt mit der Privatsphäre, das ist, würde ich sagen, auch unser das ist ein Kritikpunkt, der häufig aufkommt. Wir haben das Format trotzdem gewählt, weil es eins ist, das jetzt nicht so unüblich für Computerspiele ist. Also es gibt noch ein anderes Spiel, das da als Vorbild Parade stand, das heißt Mary's Room. Das ist quasi ein ähnliches Setup, dass man im Zimmer von Mary, ich glaube auch als eine Verwandte von ihr, versucht herauszufinden, was ist mit ihr geschehen. Genau, und das gibt es auch in anderen, also What Remains of Edith Finch, da geht man auch zurück ins alte Familienhaus und wühlt dann natürlich auch in den Zimmern der anderen rum. Das ist eigentlich natürlich was, was jetzt streng genommen nicht so geht, aber wir haben einfach mal darauf vertraut, dass Spielerinnen und Spielern da bewusst ist, dass das ein relativ üblich gewordener Spielmodus einfach ist oder eine relativ übliche Erzählung. Genau, so. Was ist denn noch gerade von Interesse? Also wir können mal eben... Leons Lieblingsbands. Jetzt wohl ehemalige Lieblingsbands. Genau, Leon hat, hat all seine Poster abgehangen oder die meisten. Das hat ihm mal zum Geburtstag geschenkt. Und er hat es dann noch nachträglich korrigiert. Pluto ist ausradiert. Genau, Pluto ist weg. Also Leon kennt sich aus. Genau, hier im Mülleimer finden wir tatsächlich noch... Lass mal kurz stehen. Eigentlich geht mich das ja nichts an. Aber vielleicht hilft es mir bei der Suche nach Leon. Genau, ein Brief, in dem Lina aus der Freundesgruppe Leon erklärt, dass sie seine Gefühle nicht verletzen wollte, dass sie super gut mit ihm befreundet ist, aber nicht will, dass die Dinge jetzt eskalieren. Und langsam bekommt man so eine Idee davon, was passiert sein könnte. Sie schreibt hier, was bei mir und Elias los ist, hätte sie ihm früher sagen sollen, wollte ihn nicht verletzen. Also, das sind ja auch die beiden, die hier... die hier ausgebrannt sind. Kannst du dir schon denken, was da vorgefallen ist? Ungefähr? Ja. Also, das ist eine Clique, eine Jugend von Jugendlichen gewesen. Auf alle Fälle haben sie das Hobby Gaming zusammen, haben gemeinsam gespielt, waren ein eingeschworenes Team. Darüber hinaus spielen sie in einer Band zusammen. Hat sich ein neues Handy gekauft? Ja, das ist hier nochmal ein Hinweis noch für die Vereinzelung. Genau, und offensichtlich war Leon sehr an Lina interessiert und hat sich in sie verliebt. Und Lina hat sich aber in Elias verliebt. Und genau. Wie du schon sagst, so wie schon Goethe-Stoff. Ja, genau, so ein bisschen in die Richtung. Also es ist mehr eine Anspielung tatsächlich. Wir können es fast schon Easter Egg nennen, aber so ein kleines bisschen er fühlt die gleiche Tragik wie der Wärter. Eva. Sieht aus, als wollte Leon Flyer. Und genau, und offensichtlich sein Interesse für Musik, oder weil er selber auch in der Band spielt, hat vielleicht eine Rolle darin gespielt, dass er sich sozusagen über eine andere Band, oder man sieht ja da auch, da ist eine Poster, was wir uns, glaube ich, nochmal... Ja, also auf alle Fälle hat er Poster umgehangen. Krass. Und jetzt... Und das sind ja so... Also das ist ja quasi auch zur Prävention und zur Aufklärung, ne? Wie sie ihn, sage ich mal, so... Also das Radikalisierung, das ist ja über verschiedene Kanäle funktionieren kann. Und natürlich auch ganz klar über Musik. Oder was heißt, ich sag ganz klar, aber ich sag mal so, das ist vielleicht Jugendlichen nicht so klar. Aber das natürlich durch die Texte von Bands oder Liedermachern... genau. Einfluss genommen wird. Genau, und teilweise auch relativ subtil. Also eine neue Sache von solchen neuen rechten Gruppierungen ist rechter Rap, was früher nicht so aufgekommen ist, weil einfach das Musik war, an der die Rechten nicht wirklich Interesse hatten. Ne? Kommt aus den Vereinigten Staaten, ist nicht deutsch genug. Was jetzt aber bei der neuen Rechten sehr stark ist, dass die sich als, ich sag's mal, als Hipster verkleiden. Und dann auch alle Mittel benutzen, die eigentlich aus anderen Szenen kommen, auch aus linken Szenen. Und deswegen sind sie auch in den Rap eingestiegen und das ist gerade eine relativ große Sache. Hier haben wir das auch nochmal in einem Text tatsächlich festgehalten. Ja. Das ist doch so eine Art atavistischer Rapper. Moment mal, ist das nicht ein Widerspruch in sich? Völkischer, atavistischer Rap? Rap lebt doch von den vielen Einflüssen aus den verschiedensten Kulturen. Und das ist doch genau das, was diese Atavisten verhindern wollen, nämlich die Vermischung von Kulturen. Genau, und uns war dann nämlich auch immer wichtig, dass Jonas das einfach nochmal kommentiert. Ne? Also wenn man solche Inhalte zeigt, das ist ja auch in anderen Medien so, ist es wichtig, dass man das nochmal in Zusammenhang setzt.
und nicht einfach nur so einen rechten Rap-Text komplett unkommentiert da festhält, weil sonst könnte man, wenn man da nicht so tief drin ist, auch noch denken, ah ja, das ist ja ganz cool, dass die jetzt auch Rap machen. Ja. Aber dass man nochmal in Zusammenhang setzt, also das sind ganz offensichtlich frauenverachtende Dinge, das sind rassistische Dinge im Text und das einfach nochmal betonen. Ist das nicht ein Widerspruch in sich? Natürlich auch da eine Gratwanderung, ne? Man will nicht zu sehr mit dem erhobenen Zeigefinger vorangehen, man will nicht zu sehr Dinge vorgeben, es soll sich immer noch wie ein organisches Erforschen anfühlen. Ja. Aber es ist eben unserer Meinung nach vor allem wichtig, dass, dass es nochmal einen Kontext gibt, der zum Denken anregt. So, weiter kommt man im Spiel. Na, der, sag ich mal, oder eure Motivation wäre ja auch sicherlich, dass die Jugendlichen kennenlernen, was sind so die typischen Inhalte oder typische Symbole, Memes, Texte, Themen, die sozusagen subversiv da eingespielt werden. Genau, ja. Also. Ja, okay. Wo sind wir jetzt gerade hier? Gerade sind wir in seinen Browser gegangen, in seinen Browserverlauf und können uns da mal verschiedene Sachen angucken. Also beispielsweise hier Sommeruniversität der AA, also der aktivistischen Aktion. Zur Ertüchtigung von, das soll nach außen alles so mega cool und hip wirken. Klingt aber eher nach Gehirnwäsche von Nazis. So. Sonst gibt es an weiteren Dingen noch den völkischen Freund, also auch das ein Phänomen, dass es immer mehr Blogs gibt, die sich da so auch teilweise getarnt. Also es gibt immer so ein paar, würde ich jetzt mal sagen, weiß nicht, ob man das wirklich offiziell sagen kann, aber ich würde mal sagen, es gibt immer so ein paar Buzzwords, an denen man erkennen kann, dass es sich darum handelt. Das sind solche Sachen wie völkisch oder wenn es irgendwie immer so ganz groß betont wird, dass da die Wahrheit gezeigt wird. Und wenn solche extremisierten einfach Thesen verbreitet werden. Ne? Reden wird verboten. So. Ja. Ja, genau. Und natürlich gibt es auch immer typische Ziele, so wie Greta Thunberg hier, die von solchen Gruppierungen auch immer wieder angegriffen werden. Die immer wieder diskreditiert werden. Ja, genau. Ansonsten findet man hier noch sein eigenes Profil komplett leer geschrubbt. Social Media Profil. Komplett leer. Ein kleiner Kommentar ist von ihm geblieben. Weil er sich halt eben immer mehr isoliert, immer mehr auch distanziert von seinem alten Leben. Und was ist das für ein Phänomen? Also man beobachtet sozusagen, wenn sich Jugendliche radikalisieren, dass sie eben mit diesen typischen Profilen brechen, so mit den allgemein üblichen Plattformen, wo sich Jugendliche austauschen und da quasi verschwinden, schon mal auch auf digitaler Ebene verschwinden. Ja, also das ist jetzt, glaube ich, in unserem Fall sehr speziell. Ja. Uns war es da einfach nur wichtig, nochmal zu zeigen, dass eben auch viel über Social Media abläuft. Das ist, glaube ich, jetzt eine sehr spezielle Sache bei diesem Leon, dass der sich da so komplett abschottet. Das kann wahrscheinlich auch komplett anders laufen. Ich kann mir aber auch denken, dass es einige gibt, die da tatsächlich mit alten Strukturen dann brechen und sich komplett diesen neuen Freunden dann hingeben. Ja. Das ist nämlich auch eine Sache, wie wir, wie ihr das kennengelernt habt. Also hier ist nochmal, ne, mit diesem Heimat haben wir schon gesehen. Eva Kammer ist diese Musikerin. Genau, man kann hier so ein bisschen herausfinden, was ihre Einstellung so zum Thema Immigration ist. Ja. Genau, und auch mit wem sie so verwandelt ist, obwohl sie sich so als Einzelperson darstellt. Auch das ist ja natürlich ein Phänomen, dass es Leute gibt, die, sage ich mal, jetzt nicht offiziell zu irgendwelchen Gruppierungen gehören, aber sich sehr nah an denen platzieren. Genau. Und es war auch wichtig, ein sehr vernetztes, kleines Universum da zu erzählen. Also beispielsweise hier dieses Album auf dieser Musikplattform. Ja, haben wir das Poster schon gesehen, ganz auf alle genau, Fälle in seinem Zimmer. Das Poster haben wir gesehen, dieses Patriotenland hier, das als letztes gehört wurde, ist der Songtext, den man findet. Wir haben da reihenweise solche Andeutungen. Also es gibt mehrmals, dass wir auch beispielsweise hier solche Sticker finden. Das ist das Logo von diesem Kampfsport Produktehersteller und auch hier nochmal eine dieses Poster, das ist natürlich, das ist auch ein Phänomen von, obwohl die neuen rechten Gruppierungen sehr darauf achten, nichts Illegales zu tun und mit scheinbar auch demokratischen Mitteln vorzugehen, gibt es solche Dinge wie Trainingscamps oder dass sie sich präventiv, falls es mal zu einer Revolution kommen sollte, schon auch mal körperlich fit machen. Deswegen wird auch immer wieder mal betont, dass Sport machen wichtig ist, sich so ein bisschen aufpumpen. Auch das ist eine
Sache, die wir... Es ist ja schon auch wirklich tatsächlich sehr subversiv, weil ich würde sagen, dieses ganze Fitness, also das ist ja quasi ein Phänomen, so ein ganz normales Phänomen im Internet und auf YouTube, ne? Also genau. Da geht es ja viel um Fitness und ja, von Yoga, Boxen, Abnehmen. Insofern, glaube ich, verschwimmen da die Grenzen und... Genau. Ja. Genau das ist nämlich auch das Ziel, würde ich mal sagen. Über solche Kanäle, die ohnehin schon sehr beliebt sind und auch sehr bespielt sind, dann eben das eigene Gedankengut da einzustreuen. Vereinzelte Völker remigrieren. Alter Leon, remigrieren ist auch nur ein schlaues Wort für Ausländer raus. Genau, das ist eine Sache. Wortwahl bei neuen rechten Gruppierungen ist sehr, ich nenne es mal, akademifiziert. Sowas wie Remigration klingt ja jetzt erstmal nicht so schlimm, aber das bedeutet eigentlich in dem Fachjargon auch, es fällt jetzt nicht so sehr aus wie Ausländer raus, aber es bedeutet im Endeffekt genau das Gleiche. Mhm. Genauso ist es ein Wort wie Ethnopluralismus, der ja tatsächlich eher nach dem Gegenteil klingt, also dass man ein möglichst pluralistisches Bild hat, und ich würde mal sagen, das Wort wurde auch in gewisser Weise gehackt von neuen rechten Bewegungen. Mhm. Die meinen damit aber eher, dass es zwar viele verschiedene Kulturen geben soll, aber die sollen alle bei sich bleiben. Das ist so die Aussage von Ethnopluralismus, und auch da wieder, ne, ist eigentlich die Aussage dahinter, es gibt eine Ethnie, die vielleicht besser ist oder die nicht von anderen berührt werden sollte, und das ist natürlich Quatsch. Auch das wird viel kommentiert hier. Auch hier wieder, ne, es wird nicht alles so direkt aufgedrückt, sondern es sind einfach, man soll sich so ein bisschen einlesen, was sind denn die Themen. Macht Masturbation unmännlich ist mehr oder minder fast 1:1 übernommen aus einem echten Magazin. Also auch das sind Themen. Das ist jetzt so ein bisschen ein Thema, das beispielsweise darauf anspielt, dass es noch ganz klassisch, obwohl das anders vermittelt wird, erstmal im Vordergrund noch ganz klassische Rollenbilder bei neuen rechten Bewegungen gibt. Also dass beispielsweise Männer schon auf eine gewisse Art und Weise sehr männlich im traditionellen Sinn sein sollen und ebenso auch Frauen. Dass die, es wird sehr viel die versucht, so ein bisschen über die feministische Szene reinzukommen, sodass man sagt, okay, Empowerment. Aber dann im zweiten Satz ist bei neuen rechten Bewegungen oft so, dass die sagen, Empowerment ja, aber das dann irgendwie abwälzen auf lasst euch nicht vergewaltigen von irgendwelchen, weiß ich nicht, von irgendwelchen Ausländern, und dann so wieder versuchen, in die eigene Thematik einzuführen. Ja, auch, ne, die deutsche Frau setzt sich durch und so weiter. Und dann kann man so ein bisschen herausfinden, was einfach die subtilen Mittel sind, mit denen die versuchen, sich eben so in die Leben von Jugendlichen, nenne ich es mal, einfach einzuhacken. Ja. Genau, hier hat Lea noch ein paar Bücher. Der große Austausch und das ganze Märchen von Umvolkung und Überfremdung. Sind 1A Materialien für Aluhüte. Ups, sorry, das war ein bisschen früh. Für Aluhüte und. Und das ganze Märchen von Umvolkung und Überfremdung sind 1A Materialien für Aluhüte und Verschwörungstheoretiker. Genau. Darunter noch ein anderes Buch. Die grüne Anklage. Weltrettung als Geschäftsmodell. Weltrettung ist kein Geschäftsmodell, sondern eine Notwendigkeit. Mensch, Leon, das grenzt... Ich gehe immer zu früh aus, sorry. Das grenzt ja an Gehirnwäsche, sagt er. Und das ist auch ein weiteres interessantes Phänomen. Die Alt-68er-Generation, die diese Bewegung hin zu dem grünen Gedanken, die wird oft als komplettes Feindbild dargestellt in neuen rechten Bewegungen. Also dass quasi der ganze die ganzen großen Probleme, die wir jetzt haben, Probleme der letzten Generation sind, was die verbockt haben mit ihren Hippie-Gedanken und dass jetzt mal laut denen ein bisschen damit wieder aufgeräumt werden muss. Hier wieder ein Plakat von dieser Eva Kammer. Wenn wir in seine Mails gehen, dann sehen wir tatsächlich auch hier Mails da. Irgendwie dirty in seinen alten Mails rumzuwühlen. Aber hilft ja nichts. So, da sehen wir tatsächlich auch, dass er versucht hat, oder mal drüber nachgedacht hat, ihr eine Mail zu schreiben. Yeah. Und das war tatsächlich schon relativ spät, so in seinem Abkopplungsprozess auch von seinen Freunden. Genau, er schreibt jetzt, dass er super findet, wie sie gegen den Strom schwimmt, dass sie nicht so ein Einheitsbrei macht wie anderen. Und dass er gern mehr solche Musik hören würde. Und dass er eben... auch schon, ne, Bekanntschaft mit so einem Parasit. Also er nimmt jetzt quasi sein tragisches Schicksal, das er mit Elias erlebt hat, so als
das projiziert er jetzt einfach auf alles. Ja. Was jetzt vielleicht auch eine steile These ist, aber ich würde mal behaupten, dass das tatsächlich oft so passiert, dass durch negative Erfahrungen im privaten Bereich dann oft so auf eine gesamte Gruppe projiziert wird. Mhm. Und dass es so einfach mal schnell entstehen kann, dass jemand, vor allem wenn er sich in den falschen Netzwerken aufhält, dann über eine ganze Gruppierung ein schlechtes Bild bekommt. Das ist halt vermeintlich sozusagen die einfache Antwort auf komplexe Fragen. Und wenn man quasi aus Liebeskummer Antworten sucht, das ist eine Gefahr, dass man sich da hineinbegibt. Genau. Hier finden wir noch weitere Informationen. Also er hat diesen Newsletter der atavistischen Aktion. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz dieses Wort atavistische Aktion, also dieses atavistische daran kurz erläutern. Atavismen sind ja beispielsweise, also man kennt das hauptsächlich aus der Biologie, da sind Atavismen Überbleibsel aus vorherigen Evolutionsstufen, die aber keine Funktion mehr erfüllen. Also beispielsweise, ich denke mal, der Blinddarm ist ein Atavismus oder dass wir manchmal passiert es, dass Menschen ja extra Wirbel haben. Das wäre dann auch ein Atavismus vom ehemaligen Schwanz, den Säugetiere mal hatten oder gewisse Säugetiere auch noch haben, aber unsere Vorfahren eben hatten. Und in so einem sozialen Kontext, so einem sozial-gesellschaftlichen Kontext, kann es eben als so ein atavistisch, also von alt hergebrachten Ding, ne? So wie bei der Evolution, das, was einmal war, also was rückwärtsgerichtetes, was die Werte angeht. Genau, also je nach sozusagen, ja, wie man das eben interpretieren möchte, hier quasi eine Gruppe, die das Alte bewahren möchte. Genau, ja, ganz genau. Und das ist natürlich auch... Ach, Emily, sie hat's immer gut mit allen gemeint. Ist natürlich auch grob inspiriert von echten Gruppierungen, die jetzt mal nicht genannt werden sollen, aber orientiert sich einfach, ne, daran, wie die das machen, wie die sich selber nennen. Die Leon zuletzt hatte, tummeln sich. Ich muss tatsächlich mal ganz unbedarft fragen, weil das, genau, die Flagge, die auf dem Kopf steht, was ist das denn für eine Symbolik? Kann man auch herausfinden. Weirden, neu entdeckten Nationalstolz hat Leon in den letzten Wochen immer mal wieder raushängen lassen. Aber warum hat er die Flagge falsch rum aufgehängt? Ist das nicht irgendein Code? Muss ich bei Gelegenheit mal googeln. Ja, das ist tatsächlich ein Code, ist jetzt mehr so ein bisschen eine Aufforderung, dass man das selber herausfinden soll, aber das ist so ein bisschen ein Code der Missachtung der Flagge und auch geht so ein bisschen in Richtung dieser Deutschland GmbH Verschwörungstheorie, also das einfach so ein Protestzeichen sein soll gegen den deutschen Staat quasi. Ja, ist ja, glaube ich, soweit ich weiß, insgesamt immer eine Diffamierung einer Nation, wenn man eine Flagge falsch rum aufhängt, soll immer so eine Beleidigung sein. Genau, ich überlege gerade, ich habe total den Faden verloren, was wir machen müssen, um weiterzukommen. Also wir müssen... Ah ja, genau, ein Easter Egg noch, das wahrscheinlich fast wirklich niemand findet, ist, hier unten ist eingeritzt L plus L und dann ist es nochmal durchgestrichen worden. Also Leon und Lina. Das findet tatsächlich, glaube ich, also ich weiß nicht, ob schon irgendeine Spielerin oder irgendein Spieler gefunden hat. Das wäre auf jeden Fall mal auch interessant, vom Chat das herauszufinden. Genau, es gibt einen Kommentar aus der Community, keine Frage, aber YZebi sagt, finde schön, was ich bisher sehe, erinnert mich an Gone Home, nur komplexer und tiefer, finde toll, wie man sich hier seine eigene Geschichte zusammenbasteln und kombinieren muss, was passiert sein könnte. Ja, dankeschön, das hören wir gerne, das war genau das Ziel eigentlich quasi. Zurückzusetzen. Genau, ja, das machen wir mal eben. Auch hier wieder, ne, Medienkompetenz ein bisschen herausfinden. Okay, wir haben hier diese Strive-App, der kann man sich einen Code generieren, ist aber tatsächlich gerade nicht an. Ich gehe mal wieder raus, gehe hier in den Computer, da kann man dann herausfinden, dass er auch die Strive-App hat. Hier, zack. Ja, könnte jetzt naheliegen, dass es wieder Evo 2010 ist, wie beim Computer. Ach, ist es aber tatsächlich nicht. Das war's nicht. Dann auch wieder, ne, wie in der echten Welt, also beispielsweise könnte man über sein Passwort vergessen.
Code dahin bekommen. Wir waren ja eben schon mal in seinen Mails. Dann sind wir hier auch gerade Posteingangs Drive Support. Der Passwort wurde zurückgesetzt. Das müsste, ups. Wenn wir jetzt hier wieder reingehen, dann sehen wir, dass das tatsächlich auch mit angegeben ist. Also irgendwie vorher. Und einfach die Thematisierung von solchen modernen Techniken war da auch wichtig für die Medienkompetenz. Also okay, wir haben so eine Zwei-Faktor-Authentifizierung. Das hatten wir eben schon gesehen. Einfach, dass man so ein bisschen in Verbindung bringt oder zeigt, was es so gibt an Medienkompetenzfeldern. 784171, das ist, glaube ich, tatsächlich jedes Mal ein zufälliger Code, deswegen muss ich mir den mal eben merken. So. 784171. Sesam, öffne dich. Genau. So, und jetzt sind wir hier. Und das ist auch nochmal ein... in der Gruppe. Genau, in so einer Gruppe von so einem Chatprogramm. Und das ist auch nochmal wirklich ein weiterer Faktor, dass es, dass sich eben gruppiert wird, auch über andere Felder. Also das hier ist so eine Gaming-Gruppe eigentlich. Ja. Über die dann angeworben wird, ganz subtil. Also... offiziell sind das teilweise Chats zu bestehenden Spielen, die sozusagen erstmal abholen und dann vielleicht in diese Untergruppen führen? Oder wie funktioniert es da? Ja, oder insgesamt über solche Überfelder wie Zocken oder in der Freizeit was machen. Auch diese Sommeruniversität, die wir gerade schon gesehen haben, ist sowas, ne, dass sich so ein bisschen an so einen Pfadfindergeist anschließt. Ja. Und dann auch so ein gemeinsames in der Natur sein erstmal in den Vordergrund stellt, aber die Inhalte, die dabei mitvermittelt werden, sind eben diese rechten Gedanken. Memes auch ziemlich interessant, weil das gibt es tatsächlich auch und da wird eben auch versucht, beispielsweise über Humor, also ziemlich unangebrachter Humor, aber eben langsam schleichend solche rechte Gedanken gut mit einzuführen. Mhm. Also hier so ein Merkel-Diss. Ein paar Mal im Spiel taucht auch Nietzsche auf, was auch eher ein kleines Easter Egg sein soll dafür, dass Nietzsche ja schon bei den Nazis ziemlich fehlinterpretiert wurde oder für deren Zwecke so benutzt wurde. Und der ist einfach, glaube ich, der Philosoph, der am liebsten immer zu Rate gezogen wird, gerade weil er so, weil seine Zitate so in so viele Richtungen ausgelegt werden können. Und auch das gibt den Ganzen natürlich wieder so ein bisschen den Anschein. So ein intellektuellen. Genau. Ganz genau. Und beispielsweise bei diesem Zitat hier, Staat heißt das kälteste aller kalten Ungeheuer. Kalt lügt es auch und diese Lüge kriecht aus seinem Mund. Ich bin der Staat, ich bin das Volk. Das könnte jetzt erstmal so eine ganz allgemeine politische Kritik sein oder es könnte auch was sein, was ein bisschen auf Individualismus anspielt, aber gerade mit diesem Ich bin der Staat, ich bin das Volk, dass das eine Lüge sei, kann natürlich auch auf dieses Wir sind das Volk, diese Rufe interpretiert werden. Das ist bei Nietzsche tatsächlich immer ein bisschen schwierig. Da kann man schnell was Falsches verstehen, deswegen haben wir das auch so mit eingebaut. Noch hier, heutzutage ist alleine rechts sein schon ein Verbrechen. Mit einer gefälschten Statistik oder einer total unsinnigen Statistik, da haben wir tatsächlich in einer neuen Version, das hier ist eine ältere Version, haben wir noch weitere Kommentare eingebracht, die dann sagen, eben auch damit es wieder kommentiert ist, wo hast du bitte die Zahlen her? Das ist gar nicht so von Usern, die dann im Nachhinein gekickt wurden. Ja, ja. Also ich meine, das ist ja sicherlich ganz wichtig, dass man das lernt, dass man Quellen zu hinterfragen lernt. Mhm. Und auch selbst da können die Angaben immer noch in die Irre führen. Genau, ja. Sollte sich immer möglichst viele Quellen zu solchen Dingen suchen. Leon hat dann immer selber für die Zockergruppe immer Sachen gemacht. Das ist auch so eine Ästhetik, die wir tatsächlich in echt auch gefunden haben, die sich so ein bisschen mit diesem, ich weiß gar nicht, wie man es nennt, Neon-Punk so ein bisschen versucht cool zu machen. Auch wenn das wirklich absolut gar nichts mit deren Message zu tun hat. Aber ist das cool? Weil ich dachte, das sieht so ein bisschen nach Photoshop-Philipp aus. Ja, also, wenn man das so ein bisschen veräppeln will. Aber das ist ja auch ein Look, sag ich mal, ne? Genau. Und diese Katzen mit den Laseraugen und so. Das. Genau, aber auch das hier, ne? Die ähnliche Farbgebung, wie das alles so ein bisschen in diesen, so in Neon aufgemacht. Hast du vollkommen recht. Also das ist natürlich, sieht auch ein bisschen billo aus als insgesamt, aber ist was wahrscheinlich auch irgendwie cool billig sein kann. Ja. Genau, er bekommt hier ziemlich viel Zuspruch von allen, fühlt sich natürlich auch hier weiter aufgenommen, ist natürlich ein perfekter Ersatz dann irgendwo für, wenn er sich gerade mit all seinen Freunden verstritten hat, dass er
Ja, dass er hier eben neue Freunde findet und Freunde, die auch seine Ansichten teilen. Ein weiterer Chat, den wir noch mit drin haben, ist dieser Bürgerwehr-Chat. Mhm. Und da war es auch nochmal, da schreibt Alex, der ja scheinbar Administrator ist, hier immer wieder auftaucht. Leute, nochmal als Reminder, sowas machen wir hier nicht. Ich habe den Channel gelehrt. Mhm. Und eben, um nochmal zu betonen, solche Dinge wie beispielsweise eine Bürgerwehr gründen und so ein bisschen marodierend durch die Straßen zu ziehen, davon distanzieren sich neue rechte Bewegungen ganz ausdrücklich. Die wollen, wie gesagt, nur legale Mittel nutzen, was aber nicht heißt, dass es nicht trotzdem auch mal dazu kommen kann, aber das wird immer so ein bisschen inoffiziell gemacht. Also es gibt beispielsweise auf Demos von neuen Rechten, gibt es natürlich auch immer mal wieder Ausschreitungen, aber das wird alles so sehr in den Hintergrund gedrückt. Und das sind dann natürlich irgendwelche Einzelfälle, auch wenn man da, denke ich, schon auch eine gewisse Systematik hinter erkennen kann. Aber das war uns hier auch nochmal wichtig zu betonen. Okay, sie sagen auf jeden Fall, dass sie sowas wie, sowas ganz offensichtlich auch eher Altrechtes, so wie Skinheads, Bürger wären und so, dass sie das ablehnen. Mhm. Auch wenn es erstmal kritisch zu hinterfragen ist, ob sie das wirklich machen. Ja. Findet. Ein Beitrag aus der Community, Jankos, fragt, das Programm sieht sehr an Discord angelehnt aus. Genau, ja, das ist richtig erkannt tatsächlich. Also das ist natürlich eine markenrechtliche Sache, dass wir diese ganzen Dinge hier nicht eins zu eins übernehmen konnten, aber es sind natürlich Anlehnungen auch da, um wieder bekannte Welten zu erzählen auf eine gewisse Art und Weise und einfach ein bekanntes Umfeld. Genau, das ist sehr ähnlich hier zu Discord gehalten. Ja, also ich meine, das ist natürlich dann die Suche sozusagen, wo befindet sich die Zielgruppe, die sie, erreichen wollen. Und da ist nun mal, sag ich mal, eine Plattform wie Discord über die Gaming-Community gewachsen und darüber hinaus als Austauschplattform. Ja, ganz genau. Aber Aktion, jetzt geht's so ans Eingemachte, ne? Genau, hier ist die Rede von einer Aktion. Nächste Woche geht's los. Die Details besprechen wir nochmal Samstag bei der Versammlung. Auch wieder Alex, ne? Er scheint hier irgendwie Wortführer zu sein bei allem. Ja. Dann Leon schreibt hier, oh, ich habe jetzt eine neue Nummer, damit die ganzen Idioten mich nicht mehr nerven. Also er hat mir auch gerade gesehen, eine Rechnung für ein zweites Handy. Wir haben ein Handy gefunden. Also 1 und 1 zusammenzählen, das ist wahrscheinlich sein altes. Und das zweite Handy mit der neuen Nummer hat er hier mitgenommen. Also so könnten wir ihn tatsächlich schon mal erreichen. Auch noch ein bisschen erzählt, dass er sich rausgeschlichen hat. Also vor 2 Tagen und schon früher gefahren ist. Niemand hat etwas gemerkt. Genau. Und ich weiß gar nicht, haben wir jetzt hier schon alles? Ich glaube, hier haben wir tatsächlich schon alles herausgefunden. Es gibt natürlich auch noch reihenweise Easter Eggs, die vielleicht nicht ganz so wichtig sind. Also wir haben hier beispielsweise einen ziemlich vollen Spam-Ordner mit so typischen Spams, irgendwas von wegen Dating-Plattformen oder Moment, ist da also zum Beispiel schon eine Dating-App hier, irgendwie billige Phishing-Mails von einem Anwalt und so weiter. Genau, es sind auch viele solche Easter Eggs drin, die einfach noch ein bisschen die Welt komplett machen sollen. Auch wie seine Familie so aufgebaut wäre, hier eine Postkarte von Oma. Ich muss sie dringend mal wieder besuchen. Also wir lernen ihn ja eigentlich kennen mit einer sehr heilen Familie. Genau, ja. Das. Na, was ja vielleicht auch eben nicht dem Klischee entspricht, dass man erstmal denkt sozusagen, die kommen immer aus einer kaputten Familie und suchen deswegen Halt. Also hier ist ja quasi sein Konfliktfeld woanders. Genau. Aber er hat offensichtlich Eltern sozusagen, die sich um ihn kümmern. Man kann sich Reisen leisten. Mhm. Die Oma schreibt ganz lieb. Alle sind eigentlich ganz happy, ne? Guck doch ja, auch mal. Genau. Nee, kein Bock jetzt. Also es Was machst du denn da? Gibt immer Faktoren, da kann das bestimmt auch schlechter Familienhintergrund sein oder ein unglücklicher. Aber es ist jetzt beispielsweise bei Leon nicht, genau. Und wie du richtig sagst, also es auch um so ein bisschen dann vielleicht einem Klischee vorzubeugen, dass es eben eher ein Streit mit seiner Freundesgruppe war, was ja gerade für Jugendliche und junge Erwachsene oder auch dass es irgendwie bildungsfern ist. Also es ist ja quasi das komplette Gegenteil hier, wie wir schon kennengelernt haben. Ja, genau. Er hat ja quasi, weil das ja oft tatsächlich sozusagen in der Debatte ist, was kann man denn tun, weil es eben so ein herausforderndes Thema ist. Und da ist natürlich immer so eine Antwort, naja, Bildung. Ich meine, das bieten wir hier. Aber sozusagen so eine generelle Schulbildung, das handelt sich ja eben nicht um abgehängte Jugendliche, sondern bildungsfern. Genau, wie man also das so nennt. Das ist auch eine Sache, dass da natürlich schon einige
ich sag mal, schlaue Köpfe dabei sind, die einfach ihre Intelligenz dann für ein falsches Thema nutzen. Und das hat nichts mit Bildung über, also oder vielleicht peripher nur was mit Bildung, die man in der Schule lernt, zu tun, hauptsächlich eben auch mit politischer Bildung, dass man sich mit solchen Themen auseinandersetzt und auch beispielsweise, wie wir es vorhin hatten, dass man Quellen mehrmals checkt. Ja. Mit so einer Bildung hat das auch viel zu tun, also ganz wegkommt tut dieses Thema nicht. Aber genau, auch wieder hier die Betonung darauf, dass es eben auch, also auch kluge Menschen können radikalisiert werden, ja, und dass man da eben aufpassen muss. Ja, die sind bestimmt, kann ich mir vorstellen, ja gerade so das Target, ne? Ja, also genau. diese klugen Menschen, weil die können dann wieder vielleicht andere für diese Zwecke einnehmen. Ja, ja, ganz genau. Hatten ja gerade gesehen, okay, es gibt ein Datum ist eingekreist, der 18. In 2 Tagen ist das schon, oder morgen ist das. Genau, und jetzt würde ich sagen, rufen wir einfach mal. Hier sieht man auch, er hatte auf diesem Boxsack hatte Elias. Ja. Also ultimativ in Frust geschoben. Genau. Absoluten Liebeskummer. Einer ist schuld. Ja. Man findet im Handy auch noch ganz viele Hinweise dazu, dass er das dann auch so ein bisschen auf die ganze Gruppe projiziert. Und jetzt können wir aber tatsächlich können wir ihn mal anrufen. Jetzt geht quasi ein neuer Game-Modus los, wenn man das alles sich wirklich alles genau im Detail angeguckt hat. Das ist nämlich hier jetzt relativ wichtig, damit man ja die richtigen Antworten herausfindet. Wir rufen mal eben an. Sehr ehrlich gesagt, ganz schön krass, ob wir ihn erreichen werden. Weil wenn der jetzt verschwunden ist seit ein paar Tagen. Na, wird er abnehmen? Ja? Leon? Jonas? Bist du das? Woher hast du die Nummer? Leon! Wo bist du? Alle suchen dich. Mama, Papa, sogar die Polizei war schon hier. Sollen sie doch. Was ist? Mach's kurz. Ich hab keine Zeit. Ich bin in deinem Zimmer. Leon, ich mach mir Sorgen. Musst du nicht. Und jetzt raus aus meinem Zimmer, du Ratte, aber schnell. Genau, und jetzt kann man sich hier immer eine Antwort auswählen. Beziehungsweise jetzt geht's erstmal hier um allgemeine Themenfelder, die man gefunden hat im Zimmer. Und uns, also in dem Spielmodus kann man auch sich weiter noch umgucken, damit man sich nochmal genauer angucken kann, worum ging es denn eigentlich nochmal, wenn man später die Antworten geben muss. Und jetzt kann man eben ansprechen, was so bei ihm abgeht. Also beispielsweise was ist denn mit seinem alten Freundeskreis? Ich weiß, die letzten Wochen waren echt scheiße für dich. Aber das wird alles wieder. Wir sind immer noch deine Freunde. Denk doch mal an die ganzen nice Sachen, die wir zusammen gemacht haben. Gamescom, Holland und so weiter. Freunde, am Arsch. Ich bin euch doch scheißegal. Weißt du, macht ihr euer Ding, ich mach meins. Du fühlst dich von Lina und Elias verarscht, richtig? Hör mir auf mit den Verrätern. Die Lina hat mir immer was vorgemacht. Und dann fängt sie auch noch was mit dieser Ratte Elias an. Und ihr habt euch alle auf ihre Seite geschlagen. Ihr seid so fake. Ich scheiße auf eure Freundschaft. Keiner hat sich auf irgendeine Seite geschlagen. Aber du hast dich am Ende auch echt wie ein Arschloch verhalten. Die wussten auch nicht so genau, wie sie mit der Situation umgehen sollen. Fuck, Mann, denen tut das echt leid, wie es gelaufen ist. Elias ist immer noch dein Freund. Und Lina erst recht. Die wollen dich nicht verlieren. Ihr wart doch immer so ein Mega-Team. Denk doch mal darüber nach, wie viel ihr zusammen erlebt habt. Spaß dir, Jonas. Spaß dir. Jetzt können wir ihn versuchen zu überzeugen. Also, jetzt, also wir haben in der neuen Version auch da wieder, ne, es gibt seitdem ein paar Verbesserungen auch im Gameplay. Das ist jetzt alles hier sehr vage gehalten. Wir haben jetzt immer noch hinzugefügt, dass unten gezeigt wird, was damit ausgesagt werden soll, also wie er den nächsten Satz anfängt. Hier ist es jetzt beispielsweise sowas wie, wir können antworten auf diese ganze Geschichte mit Elias und yeah. Lina. Es gibt auch noch andere Mädchen, die dich ganz cool finden. Oder was ist denn mit mir? Warum lässt du mich hier allein?
Oder du und Elias, ihr wart doch mal so ein gut eingespieltes Team beim Zocken. Oder ey, das mit Lina und Elias hält doch eh nicht lange. Komm einfach mal zurück und schau mal, was passiert. Und wenn man gut aufgepasst hat bei der Hinweissuche, dann merkt man, dass, ne, dass Elias und Leon diesen Pokal da mal gewonnen haben. Also die waren ein ziemlich gutes Ubergard-Team. Wir haben diese Tabelle gefunden auf dem Computer. Und dann könnte man jetzt schon herausfinden oder wissen, dass eben das hier die richtige Antwort ist, mit der wir ihn catchen können. Zum Beispiel in Ubergard. Da habt ihr immer alle geownt. Das kriegt ihr doch wieder hingebogen. Elias war als Tank gut, aber auch nur das. Für mehr war er eh nicht zu gebrauchen. Jetzt übertreib's nicht. Elias hatte immer gute Strategien. Ja, ja, guter Stratege, scheiß Freund. Für mich ist das Thema durch. Die haben mich hintergangen. Elias ist ein mieses Arschloch. Und was ich von Lina zu halten habe, weiß ich jetzt auch. Ja, es ist kacke gelaufen, das stimmt. Ich kann mir vorstellen, dass es dir deswegen nicht gut geht. Aber die zwei haben sich halt gern. Was sollen sie machen? Das heißt nicht, dass sie dich nicht vermissen. Wir wünschen uns einfach, dass alles wieder so wird wie früher. Auch Lina und Elias. Jonas, lass gut sein. Ich glaube, da ist alles gesagt. Genau, und wenn wir jetzt beispielsweise auch mal eine falsche Antwort geben, also hier wäre es jetzt auch wieder, ne, warum wir so schlechte Noten haben, was denn mit nächstes Jahr Gamescom, geh wieder hin, einfach Schwamm drüber oder Emilys E-Mail. Da haben wir auch vorhin auch schon herausgefunden, genau, Emily hatte ihm mal so eine schlichtende E-Mail geschickt. Ich wähle jetzt einfach mal eine falsche Antwort aus. Wir machen uns auch Sorgen wegen der Schule. Emily meinte, du machst kaum noch was. Warum willst du deine guten Noten einfach so wegwerfen? Jonas, wenn du dein Vaterland verteidigen willst, bringt dir die 1 in Bio überhaupt nichts. Aber das lass mal meine Sorge sein. Das war also genau so ein bisschen, was wir vorhin hatten, ne? Genau, und wenn ich jetzt beispielsweise nochmal eine falsche Antwort gebe, also einfach Schwamm drüber. Ganz ehrlich, andere Mütter haben auch coole Töchter. Nur weil Lina nichts von dir will, musst du nicht direkt so durchdrehen. Dann findest du halt eine andere Freundin. Du checkst echt null, worum es hier geht. Mir wird das jetzt zu blöd. Ich leg auf, bis dann. Warte, warte. Genau, und jetzt so ein bisschen symbolisiert, okay, du bist gerade ziemlich auf dem falschen Weg, erst kurz davor aufzulegen, weil wir die ganze Zeit falsche Antworten geben. Das Thema Freunde ist jetzt auch durch. Deswegen gehen wir doch vielleicht einfach mal zu neue Bekanntschaften. Ich höre Sorgen zu machen, wenn ich weiß, dass es dir gut geht und dass alles klar ist. Und eine Sache würde ich nämlich echt gern mal wissen. Seit wann hängt hier eine riesige Deutschlandflagge in deinem Zimmer? Und wieso hängt sie falsch rum? Ist das nicht so ein krasses rechtes Symbol? Kannst du mir mal erklären, was mit dir los ist? Jonas, ich setz ein Zeichen damit. Ein Zeichen dafür, dass das alles große Scheiße ist. Und so ist es ja auch. Deutschland war mal ein Land der Dichter und Denker. Mittlerweile ist die Politik komplett unterwandert von Gutmenschen. Ich habe jetzt neue Freunde und die wissen, was Sache ist, weißt du? Was redest du denn da? Du klingst wie dieser abgehalfterte Popstar und die anderen Verschwörungsdecken. Das ist auch eine Anspielung. Es läuft doch alles super bei dir. Du hast deine Familie, Freunde, mich. Warum willst du lieber mit solchen Idioten abhängen? Kleiner, du verstehst nicht, worum es hier geht. Es geht nicht nur um dich oder mich. Es geht ums große Ganze. Wir müssen uns zusammentun, um was zu bewirken. Um das Land zu verändern. Das habe ich jetzt begriffen. Genau, jetzt könnten wir wieder... Es war also, kleiner Funfact dazu ist, der Sprecher von Jonas und von Leon, das sind beide Sprecher, die in den 3 Fragezeichen Kids sprechen. Also wir sind über den einen Sprecher dann auch auf den anderen gekommen. Die sind schon ein ganz gut eingespieltes Team. Genau, und zwar relativ schwierig, so eine große Herausforderung, so eine ganz natürliche Redensart von Jugendlichen nachzuempfinden. Wir hatten da auch noch eine Autorin mit an Bord. Ist ja natürlich nicht so unsere Expertise auch, ne? Diese Foren und den Discord-Channel oder den Strive-Channel
zu bauen, dann mussten wir uns immer ganz schön viel einlesen. Auch dieser Rap-Text hier ist natürlich, den gibt's so nicht. Den haben wir auch neu erfunden und da muss, weil wir kommen davon selbst natürlich nicht drauf auf solche Texte, muss ich, ich hatte den damals geschrieben und ich musste da komplett, also musste mir einfach echte Videos von solchen Rappern angucken und habe versucht, solche Schlüsselthesen mitzuschreiben und die in einem neuen Songtext zu verwursten. So, das war auch ganz schwierig, weil man, also ich habe immer wieder den Kopf geschüttelt, während ich das gehört habe. Ja. Ich glaube auch generell, die Recherche war sicherlich eine Herausforderung. Ja, war sehr hart auf jeden Fall. Also auch das, weil ihr da ja natürlich eintauchen müsst. Ja. Eintauchen, aber nicht zu tief eintauchen. Ja, genau. Das war tatsächlich, also gerade wenn es in Richtung dieser Foren ging, hat man echt viele schlimme Sachen gesehen. Auch die, also dass in angrenzenden Bereichen gefischt wird, schon von verzweifelten Menschen. Wir waren jetzt gerade tatsächlich gar nicht in dem eigentlichen Forum, da ist auch nochmal sehr viel drin. Das habe ich total vergessen, aber da geht es so ein bisschen darum, dass sich so ein Incel-Image-Board da auch eingeschlichen wird. Also Incels sind ja Menschen, also die sich... sind Menschen, vorwiegend Männer, die auch sexuell sehr frustriert sind und so ihre Frustration komplett auf Frauen auslagern. Und auch das geht ganz gut einher mit dem Frauenbild, das von neuen Rechten kommuniziert werden soll. Ne? Von wegen so, das sind eine brave Frauen, die zu Hause auf die Kinder aufpassen. Und das wünschen sich diese ganzen Incels auf eine gewisse Weise auch. Und so wird von eigentlich dieser rechten oder politischen Thematik gar nicht so nahestehend, wird dann doch auch wieder abgefischt. Und die fühlen sich da auch total abgeholt. Ja. Sich gerade in diese Thematik einzuarbeiten, waren auch echt sehr viele traurige Themen dabei. Wir machen hier mal eben weiter. Es geht um die, es geht um seine neuen Freunde. Und auch hier können, können wir... wenn man aufgepasst hat, das ist jetzt, glaube ich, relativ einfach, was es ist. Also ist einer Studentenverbindung bei Skinheads oder bei den Pfadfindern oder bei atavistischen Aktionen relativ einfach. Du anspielst. Diese atavistische Aktion, richtig? Ey, die tun so harmlos, aber die sind eine ganz miese Truppe. Ach Jonas, du checkst mal wieder gar nichts. Die machen hier echt mega nice Sachen. Guck mal, die veranstalten Events, Konzerte und. Leute wie uns, nicht für die alten Säcke. Die kümmern sich um die Jugend. Und die haben auch richtig fundierte politische Meinungen. Mit denen kannst du auf gehobenem Niveau diskutieren. Wenn du eh schon rumgeschnüffelt hast, hast du ja bestimmt auch die Bücher gesehen. Genau das wollen die doch erreichen. Die geben sich mega harmlos und locken junge Leute wie dich mit irgendwelchen coolen Camps und Aktionen. Aber das sind Rechtsradikale. Muss ich jetzt für dich buchstabieren? Das sind Nazis. Nazis, die sich als Intellektuelle tarnen. Leon, jetzt fall nicht auf so eine Scheiße rein. Mann, komm mal runter. Ich guck mir das doch nur mal an. Die Bücher habe ich gesehen. Aber weißt du... Genau, jetzt um was für Bücher geht's denn? Also Science Fiction, wir hatten vorhin mal gesehen, dass... er zwar Science-Fiction-Bücher hat, also Solaris zum Beispiel, irgendwelche Verschwörungstheorien um diese Reichsbürgerbewegung oder dass eben Hass und Hetze vermittelt wird. Auch da wird in der neuen Version, die wir gebaut haben, wird ein bisschen klarer, was immer jeweils angesprochen wird, mit so einem kleinen Untertitel darunter. Das dieses hat Thema hier. Gar nicht Hand und Fuß. Da geht's nicht um Debatten oder Inhalte. Da geht's um Hass und Hetze gegen Menschen. Menschen, die denen nicht in den Kram passen. Da fängt's doch schon an. Du weißt doch gar nicht, wovon du sprichst. Es gibt ein paar interessante Bücher zu dem Thema. Die liefern Fakten und Antworten. Wenn du willst, gleich dir mal ein gutes aus, was ich vor kurzem gelesen habe. Ja, ist klar. Ich habe das Buch schon in deinem Zimmer gefunden. Die große Umvolkung. Ernsthaft? Warum nicht gleich Ausländer raus? Das bedeutet auch nichts anderes. Das ist alles ein Riesen-Nazi-Scheiß, Leon. Immer sind alle gleich Nazis für dich. Bist du jetzt auch so ein extremistischer Gutmensch, der keine andere Meinung zulässt? Genau dagegen kämpfen wir hier an. Wir wollen die Demokratie verteidigen und unsere Heimat erhalten. Aber ich glaube, du verstehst das einfach nicht. Noch nicht. Ich verstehe viel mehr, als du denkst. Die Rechten reden so lange von Demokratie verteidigen, bis sie genug Macht haben, um sie abzuschaffen.
Das war bei Hitler nicht anders. Das haben wir schon vor Jahren in Geschichte gelernt. Es ist dieselbe gefährliche Masche. Leon, du willst nicht Teil von sowas sein. Ich kenne dich. Ich weiß, dass du so nicht bist. Keine Ahnung, wer oder was ich bin. Ich weiß es doch auch nicht. Leon, du hast dich voll verändert. Das gefällt mir alles gar nicht. Wo bist du überhaupt? Auf dem Weg ins Sommerlager. Von den coolen neuen Leuten, die ich kennengelernt habe. Mach dir keinen Kopf, die sind total in Ordnung. Die sprechen halt auch mal Sachen aus, die man auch mal thematisieren dürfen muss. Aha. Echt, Jonas. Das sind kritische Geister, kluge Leute. So, war's das? Pass auf dich auf, Kleiner. Und grüß die Eltern. Leon, warte mal. Was ist denn noch? Na, und wenn wir die richtigen Antworten gegeben haben und merkt so, Leon wird schon ein bisschen milde gerade. Ja. Sind wir ganz so, dann, und jetzt eben nochmal auf Musik ansprechen würden, also wenn wir quasi zwei von diesen drei Themenbäumen geschafft haben, ihn zu überzeugen, dann kommt man in so einen finalen Themenbaum, wo man dann wirklich nochmal ans Eingemachte mit ihm geht und wirklich über Inhalte redet. Aber ich glaube, das würde jetzt zu lange dauern, weil das ist doch tatsächlich ein relativ großer Teil des Spiels. Ja. Und da entscheidet sich dann auch wirklich jetzt, ob man ihn eben zurückholen kann oder nicht. Das wird in der neuen Version auch nochmal ein kleines bisschen anders. Da wird ein bisschen mehr Fehlertoleranz eingebaut, weil uns schon aufgefallen ist, dass man relativ leicht das verlieren kann. Das ist ziemlich schwierig, es genau herauszufinden. Ja. Aber auch da, ne, am Ende wird nochmal erzählt, was im Folgenden passiert, wie man es auch aus Filmen kennt. Und auch da wird nochmal betont, dass Leon irgendwann zurückkehrt und sich quasi Hilfe holt. Dass wir immer wieder betonen, es gibt auch für Leute, die sich radikalisiert haben, trotzdem noch Hilfe, die man sich bei Organisationen holen kann. Ja. Ja, genau. Ah, okay, das kommt alles noch. Also, ja, vielen herzlichen Dank. Danke euch. Soweit, das ist ja vielleicht gar nicht so schlecht, dann spoilern wir auch wirklich nicht, sag ich mal, die dramatische Auflösung, wie man ihn da retten kann oder ja, auch nicht. Genau. Dann bleibt sozusagen euch da draußen, Spielerinnen und Spieler, noch das herauszufinden. Also ich kann schon mal spoilern, ich glaube, ich habe ihn relativ schnell verloren, ja, als ich das durchgespielt habe. Das heißt sozusagen, ich habe jetzt gerade noch eine ganze Menge mehr gesehen. Ich war offensichtlich nicht aufmerksam genug in eurem Zimmer. Aber ich öffne jetzt natürlich gerne die Runde an euch und an den Chat und stellt uns gerne eure Fragen. Und genau, schickt uns die herein und beteiligt euch an dem Gespräch. Genau, und ich habe schon mal die erste Frage von Soltaine. Wie viele Leute haben denn daran mitprogrammiert und wie lange hat es denn gedauert, das Spiel? Also wenn man jetzt wirklich nur von der Programmierung spricht, ja, von der reinen Programmierung, dann war das tatsächlich eine einzige Person. Das war eben unser hier auch ansässiger Programmierer aus dem Kernteam. Mhm. Wenn mit programmiert gemeint ist, wie viele insgesamt beteiligt waren, also ob, wenn man da auch ne, diese Assets mit reinrechnet, diese 3D-Modelle, wenn man da Musik mit reinrechnet, wenn man da Texte mit reinrechnet, dann habe ich tatsächlich gerade gar keine Antwort dafür. Es waren, also wie gesagt, das Kernteam sind ungefähr 4 Leute. Wir hatten einen 3D-Modeller noch als Artist dazu. Wir hatten einen 2D-Artist noch, der die ganzen Illustrationen gemacht hat. Wir hatten mehrere Leute, die sich um Sound und Musik gekümmert haben. Wir hatten natürlich Autoren, wir hatten Sprecherinnen und Sprecher. Das könnten schon so an die, wenn man wirklich jeden mit reinzählt, an die 20 Leute gewesen sein, denke ich mal. Ja. Also ja, vielleicht kann man da ergänzen, ja, das ist vielleicht so ein bisschen durchaus typisch für die Games-Branche, ne? Dass man meistens so ein Kernteam hat und je nachdem, ich sag mal, so ein typisches Fall ist halt Audio, das ist halt so die Tonebene, das braucht man nicht sozusagen im kompletten Prozess der Entwicklung, das machen dann sogenannte Freelancer, also quasi genau Spezialisten in ihrem Job, die nicht unmittelbar fest angestellt sind bei dem Unternehmen. Es wäre natürlich so, da spreche ich nochmal aus dem Herzen eines Entwicklers, wäre natürlich super cool, wenn man die ganze Zeit jemanden dabei haben könnte, der sich um Sound kümmert und auch dementsprechend viel Liebe dem Ganzen gibt und auch wirklich von Anfang an bei allen Game-Design-Entscheidungen auch dabei ist und das dann auf die Sound-Ebene übertragen kann. Das ist natürlich immer eine gewisse Budgetfrage. Also da knappt man dann so ein bisschen davon was ab und kann dafür sich vielleicht noch ein Extra von der Illustration oder noch ein paar 3D-Modelle mehr leisten. Und das ist immer so eine Abwägungsfrage, was braucht man denn tatsächlich und was braucht man wie lange? Ja.
Ich ziehe mal kurz eine Frage vor. Genau, Moritz der Super fragt, wo bekommt man das Game denn? Das also gibt's, für welche Plattform? Nehme ich mal an, ne? Genau, das, also es gibt's für Linux, Mac und Windows. Man bekommt es auf der Webseite, ich glaube, ich kriege es ja noch zusammen, nrw.leon.de. Kann man sich's einfach kostenlos runterladen oder ganz normal bei Steam einfach. Da ist es auch kostenlos verfügbar. Ja, also momentan auf Steam. Ist denn geplant, es noch auf andere Plattformen zu bringen? Also für die Konsolen, für die Switch? Könnte sein, aber ist eher nicht geplant. Ah. Also auch zum Beispiel diesen Look auf Switch zu bekommen, wäre nochmal einiges an Mehraufwand, weil es natürlich grafisch schon einiges auslotet. Mhm. Und das muss man bei Switch immer noch ein bisschen zurückschrauben. Genau, und das wäre ziemlich viel Aufwand. Dann müssen wir einfach mal gucken, wie das dann budgetär aussieht irgendwie. Und du hattest am Anfang erwähnt, dass ihr noch eine mobile Version macht, aber da hast du schon gesagt, das wird eher so ein kleiner Spiel und genau, eben nicht das komplette. Also hauptsächlich auf dem PC. Ja. Jetzt kurz ein kleiner Sidequest an dich. Wann kommt Trüberbrook Teil 2 endlich? Ich habe schon gesehen, wer die Frage gestellt hat. Moin Benni, das ist unser Illustrator. genau, Trüberbrook Teil 2. Tja, das ist so eine Sache, ne? Also mal gucken. Mal gucken. Gibt's, also wir können ja, glaube ich, nicht alles spoilern. Ja, genau. Ich bin hier schon fast das komplette Spiel durch und gibt's auch noch. Es ist auch ein bisschen ein Joke, weil Benni meinte, dass das öfter gefragt wird. Also dass er schon oft von Leuten gefragt wurde. Und ja, je mehr solche Anfragen wir bekommen, desto wahrscheinlicher wird es natürlich auch. Ah, sehr gut. Also Benni tut seinen Teil. Er tut seinen Teil. Also weiter Briefe schreiben. Nein, natürlich nicht. E-Mails und Kommentare. Ja, gibt es, CW13TV fragt, gibt es ein Ende oder mehrere? Es gibt genau zwei Enden. Also eins, bei dem man es eben nicht schafft und ein Ende, bei dem man es schafft. Wie gesagt, das war am Anfang ziemlich schwierig, das zu schaffen. Das haben wir jetzt in der neuen Version, die bald rauskommt, ein bisschen leichter gemacht. Und dann auch immer nochmal den Hinweis, dass es zwei Enden gibt, dass man das ganze Gespräch eben nochmal neu versuchen kann. Mhm. Und ich habe ja schon kurz gespoilert, also ich bin relativ schnell gescheitert. Ich habe ihn leider sehr schnell verloren. Er hat dann einfach aufgelegt. Mhm. Und genau, und wie du schon gesagt hast, dann kommt sozusagen nochmal so ein Epilog. An welcher Stelle, wenn ich dann sozusagen nochmal mich neu einlasse auf das Spiel, um sozusagen meinen Bruder zu retten, zurückzuholen. Wo fange ich denn an? Müsste ich es wirklich von vorne nochmal anfangen? Oder gibt es da so ein Spawn-Point, wo ich wieder nochmal probieren kann? Das ist tatsächlich kurz vor dem Gespräch. Also so, dass man sich auch wirklich alles nochmal angucken kann. Yeah. Auch wirklich mit allem interagieren kann. Wir haben ja gerade gesehen, im Gespräch selbst kann man nicht mehr wirklich mit den Dingen interagieren. Wir haben so einen Checkpoint gesetzt, kurz bevor man ihn anrufen kann. Also hat man schon alle Informationen gesammelt. Und da kann man dann nochmal neu spawnen, kann entweder direkt wieder ins Gespräch gehen oder sich nochmal andere Sachen angucken und danach erst ins Gespräch gehen. Ja. Aber wenn man es so weit geschafft hat, hat man da quasi einen Checkpoint erreicht, wo man dann wieder sofort ins Gespräch gehen könnte. Ja, okay. Gut. Also ich kann nochmal gut einsetzen. Ja, genau. Ja. Und vielleicht nochmal übergeordnet gefragt, nochmal ganz zurück sozusagen zur Ursprungsmotivation, dieses Spiel zu machen. Genau, du hast ja gesagt, so eure Auftraggeber sind ja schon sehr speziell, aber was hat euch denn veranlasst, als Computerspielentwickler dieses tatsächlich sehr ernsthafte Thema in Angriff zu nehmen und das auch wirklich als Spiel umzusetzen? Mhm. Weil du hast es ja erwähnt, die Produktionsfirma an sich macht ja eben auch, sag ich mal, Filme und Fernsehshows und alles Mögliche und Musikvideos. Und warum aber dieses Thema als Computerspiel? Also es war zuallererst mal nur eine Ausschreibung vom Innenministerium, auf die wir gestoßen sind. Und die BTF macht ja auch öfter mal, würde ich mal sagen, schon auch Dinge mit einem politischen Statement dahinter. Also es ist uns auch wichtig, da was zu machen, was auch mit unseren eigenen Überzeugungen übereinstimmt. Mhm. Und da das eben bei diesem Projekt so war, da wir alle eben Fans von Extremismusprävention und vor allem Rechtsextremismusprävention sind, fanden wir das einfach ein ziemlich, ziemlich schönes Projekt und eine ziemlich gute Idee, einfach dieses Thema mal über Computerspiele zu tackeln. Und das hat uns dann eigentlich dazu gebracht, also vor allem auch wirklich die Motivation, dass es inhaltlich auch mit uns auf einer Welle ist. Mhm. Ja. Ja, sehr gut. Ich gucke nochmal im Chat. Genau, dann kann ich noch weiter fragen. Ein bisschen, jetzt habe ich gerade den Faden verloren, aber ich wollte da nochmal anpacken. Ah ja, ich wollte auf alle Fälle wissen, jetzt abgesehen sozusagen von unseren Fragen hier aus unserem Chat,
Was sind denn, also das Spiel ist ja so Anfang August, Mitte August herausgekommen, so parallel oder so, sag ich mal, ein bisschen vorgelagert zur Gamescom. Was ist denn das erste Feedback aus der Community? Jetzt vielleicht nicht, ja, so kannst du so ein paar Stimmen wiedergeben, was euch erreicht hat? Da muss man natürlich ein bisschen überlegen, was bedeutet Community? Also, wir haben Spielerinnen und Spieler. Ja, genau. Wir bekommen ziemlich viel positives Feedback, auch gerade aus diesem schulischen Kontext. Das ist ein bisschen so durch die Pädagogik-Kreise gegangen und da bekommen wir ziemlich gutes Feedback. Auch wird sich einfach insgesamt gefreut, ne, dass das Thema mal ein bisschen anders angegangen wird. Yeah. Ich glaube, da steht tatsächlich so eine richtige Verbreitung in dem Bereich steht noch bevor, weil wir da auch noch Inhalte vorbereiten müssen, beispielsweise Handouts für Schulen. Yeah. Also es ist gerade eher so ein spärlicher Veröffentlichungsprozess. Es gibt natürlich aber auch kritische Stimmen und das war uns aber von Anfang an klar, bei so einem politisch polarisierenden Thema wird es natürlich auch Leute geben, die das einfach von Anfang an haten wollen, also von Anfang an da irgendwie Gegenstimmung machen wollen. Und das ist auch wieder eine Sache, das Projekt, wir haben es versucht, sehr unter Verschluss zu erhalten, weil uns eben klar war, ne, diese neuen Rechten, die sind auch technisch sehr fit und es könnte sein, dass die auch ein Gegenprojekt rausbringen, wenn sie früh genug mitbekommen, dass wir an sowas arbeiten. Was sie dann tatsächlich auch wirklich getan haben, also es gab ein Spiel, das aber auch direkt wieder, beispielsweise, es gab es nur auf Steam, soweit ich weiß, wurde gar nicht zugelassen dort, eben auch wegen der zweifelhaften Inhalte. Und um da nochmal den Bogen zurückzuspannen, da gibt es natürlich auch Let's Player oder angehende Let's Player und Let's Playerinnen, die das dann nur spielen, um es komplett fertig zu machen, weil die natürlich selber auch eine politische Agenda haben und da gar nicht so unbedarft an das Spiel rangehen, sondern ja, es einfach nur haten wollen. Und das ist ganz lustig, weil uns ist mal aufgefallen, wir haben uns die echt zum großen Teil angeguckt und uns ist mal aufgefallen, dass wir sehen das ja gerade alles aus aus Jonas Sicht und Jonas rechtfertigt so ein bisschen, wie es passiert ist, aber auch, was das jetzt beispielsweise für kritische Sachen sind, mit denen er sich auseinandersetzt. Wir haben einen Let's Player gesehen, der hat das wirklich alles komplett versucht, immer wieder in Leons, also für Leon immer wieder zu argumentieren und ist dabei tatsächlich meiner Meinung nach in ziemlich abstruse Kommentare und Rechtfertigung reingerutscht. Also gerade das, was man so über Lina und Elias sieht, da war der dann so von mir so, ja, das ist halt ein Jugendlicher, der hat Herzschmerz, sowas kann mal passieren. Und der hat wirklich die Story von einer komplett anderen Seite dann aufgenommen, was auch einfach wirklich total interessant war, für uns mal zu sehen, wie Leute das dann so erleben. Gegensätzlich das interpretiert werden kann oder ganz gespielt genau. werden kann. Ja. Und du sagst sozusagen, für Schulen, das ist alles noch in Vorbereitung, dass es dann auch noch Begleitmaterial gibt. Ja. Gibt es denn da richtig, sag ich mal, die das auch Experten, die das pädagogisch aufarbeiten, mit ja, denen genau. ihr da zusammenarbeitet? Ja. Ja, genau. Also wir geben da selber wahrscheinlich eher nur so ein ganz grobes Framework vor. Ja. Und da gibt es dann Profis vor allem auch, ne, beim Verfassungsschutz, beim Innenministerium, die sich dann auch nochmal inhaltlich darum kümmern, auch Pädagoginnen und Pädagogen. Und man kann davon schon einiges auf der Webseite sehen, wo man auch das Spiel runterladen kann. Da kann man auch schon so vereinzelt Themen sehen, wo gegenübergestellt wird, ne, die Plakate im Spiel, die Plakate in Realität, diese Zeitschriften im Spiel, die Zeitschriften in der Realität. Und so ein bisschen in die Richtung wird es auch auf diesen Handouts für Schulen dann wahrscheinlich gehen. Also die Aufklärung, was sind deren Themen, was wir schon so ein bisschen, ne, bei den Postern ja auch hatten im Spiel. Also was sind so typische Memes, Symbole? Ja. Das wird ja natürlich, also ich meine, das ändert sich natürlich auch stetig. Ne? Insofern ist es natürlich gut, das auch digital zu haben, damit man das theoretisch nachlegen kann. Wir haben noch eine Frage bekommen im Chat von Johanna XYZ123. Hi, ich würde gerne wissen, welche Schritte durchgegangen werden, um so ein Spiel zu konzipieren und wie lange habt ihr für das Ganze gebraucht? Also so ganz grob. Ich frage mich, ob das auch Johannas Passwort ist. Wo bist du? Johanna XYZ123. Wir haben, welche Schritte gibt es da? Also das ist natürlich schwierig, da gibt es super viele Einzelschritte. Alles geht erstmal los damit, dass man sich zusammensetzt und versucht, ein übergeordnetes Konzept zu finden. War dann bei uns erstmal, also wirklich Konzept, Thematik und so weiter. Dann geht es weiter mit, okay, finden wir einen Spielmodus, der dazu passt. Also jetzt bei uns dieser detektivische Spielmodus, was ist überhaupt, wie erfährt man diese Welt überhaupt? Ist das aus einer dritten Perspektive, also hinter einem Charakter, ist man in einem Charakter drin, wie bei uns jetzt? Sieht man das von oben? Sieht man das, ne, im Zimmer selbst? Ganz viele Game-Design-Entscheidungen, die man halt abwägen muss,
damit, was eigentlich erzählt werden will. Also wir wollten hier ja auch was ganz Nahes erzählen, dass man wirklich in der Story drin ist. Deswegen wäre wahrscheinlich eine Perspektive von ganz weit außen nicht so sinnvoll gewesen, wenn man diese ganzen Details nicht erkennen kann. Das sind so ganz viele Game Design Entscheidungen, die am Anfang gefällt werden. Wenn das mal einigermaßen steht, auch so die Story Outline, dann würde ich mal sagen, fächert sich dieser Prozess ein bisschen auf, dass man versucht, okay, diese ganzen Aussagen, die man treffen will, wie können wir die auf einzelnen Ebenen, wie kann man die auf Soundebene darstellen, wie kann man die in visueller Ebene darstellen, wie genau sind die Texte, und dann arbeiten diese Departments, fangen eben an, so ein bisschen einzeln zu arbeiten. Also beispielsweise ging es dann so bei mir los mit so das Feeling im Raum insgesamt darzustellen. Ich hatte relativ früh, oder wir hatten relativ früh die Vision, dass es erstmal so eine vordergründig eine heile Welt, eine ganz ruhige Stimmung sein soll. Da hört man auch an der Musik, dass man dann nach und nach rausfindet, dass es tatsächlich nicht so heile ist, wie es vordergründig aussieht. Ja. Auch bei den Texten geht es dann so, also wie konkret sprechen die denn miteinander, was sind die Themen, was ist so eine typische Jugendsprache. Ist natürlich, wie gesagt, super schwierig, sowas zu imitieren. Mhm. Auch das ist ein weiterer Schritt. Und viele dieser Prozesse laufen parallel, viele bauen auch wieder aufeinander auf. Ne? Man kann so eine Sache wie den Brief erst dann wirklich fertig machen, wenn der Text für den Brief schon fertig ist. Also es ist gleichzeitig parallel laufend, wie auch verschlungen miteinander. Man kann sich so ein bisschen wie so ein ganz verschlungenes Baumdiagramm wahrscheinlich vorstellen. Okay. Ja, genau, und muss natürlich auch immer wieder ganz viele Revisionen. Also wir hatten das Layout dieses Raums, haben wir x-mal verändert. Ja. Es stand irgendwann mal im ganz Groben, aber dann war die Überlegung, hier ist die Tür nicht vielleicht doch dahin, damit man zuerst den Schrank sieht, ist die Tür vielleicht dort. Wie sind die Dinge überhaupt angeordnet? Das ist natürlich auch irgendwie das Schöne bei einer Computerspieleproduktion gegenüber klassischeren Medien wie einem Film zum Beispiel, was in der Kamera ist, ist in der Kamera. Hier bei uns ist es so, wir können halt eigentlich bis zur letzten Stunde nochmal neue Entscheidungen treffen. Und das basiert natürlich auch viel auf Testen. Also wir geben das dann mal Leuten in die Hand, die total unbedarft da dran gehen, die es noch nie gespielt haben, schauen uns deren Reaktionen an, und da sieht man auch, okay, Sachen, die für uns komplett selbstverständlich waren, da kommen die einfach nicht drauf. Und deswegen gibt es beispielsweise auch dieses neue Update, das wir jetzt haben. Und insgesamt Produktionszeit waren, glaube ich, ein Dreivierteljahr ungefähr. Also es lief auch noch teilweise langsamer an, Ende letzten Jahres. Ende letzten Jahres war hauptsächlich so eine Writing-Phase, eine Konzeptionsphase. Ja. Auch viel in Rücksprache mit dem Auftraggeber. Und dann Anfang dieses Jahres bis eigentlich Veröffentlichung waren es hauptsächlich wirklich, war es nicht nur, also nicht mehr Pre-Production, sondern wirklich eigentliche Produktion, dass wir Dinge umgesetzt haben. Und am Ende geht es dann viel um Bugs fixen. Das waren so wahrscheinlich so die letzten anderthalb Monate, Bugs fixen, Feedback einholen, Kleinigkeiten verändern, hier und da mal noch schauen, was kann noch besser gemacht werden. Beispielsweise ist es einem Praktikanten bei uns coolerweise aufgefallen, dass er ganz viele Ideen hat, wie man das Interface noch verbessern könnte. Und das hat auch nochmal extrem viel getan. Und es kam relativ spät. Ist jetzt auch vielleicht nicht so der Königsweg, das hätte viel früher passieren sollen, aber ihm sind noch ganz viele coole Ideen gekommen, die wir dann so, glaube ich, wirklich im 2 Monate vor Release oder so noch eingebaut haben. Ja. Also daran sieht man ja eigentlich, wenn ich das mal so zusammenfassen darf, wie man nennt es ja, sage ich mal, agiles Projektmanagement oder agile Zusammenarbeit. Also das würde ich sagen, auch typisch ist für die Game-Entwicklung, dass man eigentlich die ganze Zeit offen bleibt für Feedback. Und es gibt jetzt meistens nicht nur diesen einen kreativen Mastermind, der alles bestimmt, sondern wie du schon das erzählt hast, ne, man ist halt so ein Kernteam und man ist auch immer wieder offen für Änderungen. Ja. Also allein, wenn du schon sagst, so, ne, so nochmal 2 Monate vor Release, dass man da irgendwie nochmal ganz bestimmte Sachen im User-Interface ändern kann, die nochmal den Unterschied machen können, oder Möbel rücken. Und das ist sicherlich, also für all die, die jetzt vielleicht nicht so aus der Games-Branche kommen, die uns hier zuhören und folgen, das ist ja tatsächlich irgendwie so auch der Unterschied zum Filmemachen. Ne? Da hat man irgendwann abgedreht und dann sitzt man monatelang im Schnitt und dann muss man quasi mit dem Material arbeiten. Und da kann man gar nicht so viel User-Feedback oder, sag ich mal, Feedback von der Zielgruppe, die sich das dann anschauen soll oder hier halt spielen sollen, mehr mit einbeziehen. Weil dann ist es halt irgendwie fertig. Und dann gibt es Feedback, aber dann muss man sagen, ja, ist halt jetzt so. Und das Interessante ist ja auch immer wieder der Aspekt, wir haben ja schon gesagt, es ist ja seit August schon draußen und jetzt hast du schon uns ganz viel erzählt, was ihr an Feedback bekommen habt, dass ihr das sozusagen auch annehmt von der Community und hier dementsprechend nochmal auch Änderungen reinbringt. Also ich finde, das ist immer auch ganz das Spezielle des Medium Games,
was es sozusagen auch unterscheidet von all den anderen Medien. Also man kriegt hier nicht, finde ich, irgendwie einfach sowas vorgesetzt und irgendwie, naja, mag's halt oder nicht, sondern es gibt halt echt immer noch die Möglichkeit zu sagen, okay, fair enough, wir können nochmal rangehen. Ja, genau. Also ich meine, es wird sicherlich irgendwann mal limitiert, was das Geld angeht und eure Zeit und neue Projekte stehen ja an und wir haben ja schon gehört, genau, dass ja eventuell neue Projekte anstehen. Ja. Genau, wir haben nochmal eine Frage reinbekommen in unseren Chat. Habt ihr denn externe Experten zum Thema Rechtsextremismus dazugeholt oder woher kommt eure Expertise? Ach so, ja, selbstverständlich. Also das war ganz, ganz viel in Absprache mit dem Verfassungsschutz, auch mit dem Verfassungsschutzbericht. Und da wurden natürlich alle Inhalte, die wir platziert haben, wurden mit denen besprochen und sind viele Feedbackschleifen durchgegangen. Das ist natürlich, es kann natürlich für einen Entwickler, der seine Geschichte erzählen will, erstmal ein bisschen zehrend sein am Anfang, so, dass man so viele Feedbackschleifen durchgehen muss. Aber es ist natürlich total wichtig, weil das sind eigentlich die Experten für diese Inhalte. Wir versuchen, die erzählerisch aufzuarbeiten und subtil zu platzieren. Es ist natürlich ganz, ganz wichtig, dass Experten da immer mal wieder drauf gucken und auch sagen, erzählt ihr denn genau das Richtige oder geht ihr da an gewissen Dingen vorbei? Also so eine kleine Anekdote ist beispielsweise, dass wir diesen Bürgerwehr-Channel anfangs eigentlich mal drin haben wollten. Und dann hat unsere Ansprechperson aber gesagt, nee, sowas machen die tatsächlich nicht. Sowas, da distanzieren die sich eher von. Auch wenn es vielleicht im Geheimen ab und zu mal passiert, aber sowas machen die eigentlich nicht. Das ist ziemlich untypisch. Und da gab es dann auch wieder so eine Revision davon, dass wir dann gesagt haben, okay, wie kann man das andeuten, aber trotzdem richtig erzählen und dann eben, ne, dass die das auch wieder zugemacht haben, dass die das geblockt haben in diesem, in diesem Channel. Genau, also schon sehr, sehr enge Absprache, eigentlich wöchentliche Absprache mit den Auftraggebern. Ja. Das ist ja wirklich ziemlich eng. Ja, genau. Also, wobei ich nochmal sagen muss, das wollte ich gerade nochmal kommentieren, also wenn man das im Verhältnis setzt, eure Produktionszeit von einem Dreivierteljahr, da würde ich schon mal sagen, so im Vergleich zur anderen Produktion ist es schon relativ kurz. Ne? Total, ja. Also das sind eigentlich von den Spielen ganz kurze Produktionszeit, aber man sieht ja, ist ja auch nicht so ein super langes Spiel. Also ich kann das innerhalb von 20 Minuten durchspielen, wenn ich so einen Speedrun quasi mache. Man kann, wenn man so richtig in die Welt eintaucht, kann man bestimmt auch über eine Stunde spielen. Aber das ist natürlich nicht vergleichbar mit so einem Last of Us 2, das 30 Stunden geht. Das hat natürlich, ne, auch bei deren Qualität viel länger gedauert, viel mehr Workhours insgesamt. Das ist auch eine Sache, die oft ein bisschen, gerade in dem Medium, ein bisschen vielleicht unterschätzt wird von Konsumentinnen und Konsumenten, dass es natürlich ganz kleine Teams gibt, die auch ganz kleine Produkte machen, wo dann nicht alles super gepolished sein kann, wo dann auch mal Ecken und Kanten dran sind, aber das ist dann eben, oft haben die dann ganz besondere Flares. Und dass es Riesenteams gibt, Riesenstudios, die auch Riesenprojekte machen. Wird manchmal, glaube ich, vor allem gegenüber anderen Medien so ein bisschen unterschätzt, wie viel Arbeit das dann doch ist und wie viel so ein kleines Team überhaupt zu leisten imstande ist. Aber wir haben uns da von Anfang an wirklich sehr bewusst auf diesen einen Raum limitiert, damit wir uns da selber auch nicht zu viel Arbeit aufhalsen. Weil das ist natürlich auch immer eine Sache, vor allem wenn man jetzt noch nicht Jahrzehnte in der Games-Branche ist, einzuschätzen, wie viel Arbeit ist das denn überhaupt, was wir gerade machen. Ja. Und das hat uns tatsächlich sehr gut getan, das auf ein Zimmer zu beschränken. Ja. Also insofern war das natürlich, also danke ich dir umso mehr, dass du heute mal einen Einblick gewährt hast, was denn hinter so einer Spieleproduktion steht. Ne? Mhm. Also wie viel Menschen daran beteiligt sind, was so die Prozesse sind und wie lange das dauert und wie viel Aufwand hinter. Ja, du hast gesagt 20 Minuten, also ich bin ja recht früh gescheitert am Ende, circa so eine Stunde gebraucht, also da kriegt man mal den Einblick und so könnt ihr euch das da draußen sozusagen auch vorstellen, ne? Je nachdem wie lang und groß die Spiele sind, da gibt es ja Teams, die sind mehrere hundert Menschen groß, werden jahrelang programmiert und gestaltet, also insofern, aber das ist ja auch das Spannende an dem Medium, also es ist halt total skalierbar, man kann eben aber auch schon mit einem, du sagst im Kernteam seid ihr vier Personen, mit einem Kernteam auch schon ein Spiel machen, das geht ja auch teilweise noch kleiner, gibt es auch Autorenspiele, also insofern ist das quasi alles nur eine Frage von wie viel Zeit und Geld. Und das könnte man natürlich noch, sage ich mal, zu einem großen Adventure ausbauen. Genau, könnte man. Ich weiß nicht, was eure Pläne sind. Also, ja, insofern
Hans, vielen Dank für den Einblick in das Spiel und auch euch vielen Dank für euer Interesse und dass ihr uns zugeschaut habt und euch ja, eifrig beteiligt habt. Bleibt uns auf alle Fälle verbunden und schaltet morgen zur gleichen Uhrzeit wieder ein, denn da machen wir weiter mit Spielen, die Politik und Games zusammenbringen. Also wir freuen uns auf euch. Und ja, herzlichen Dank an dich, Hans, an den Saftladen, wo wir heute hier sitzen, und natürlich auch an die Kass. Vielen Dank und bis morgen. Tschüss. Ich sag auch mal nochmal danke vom ganzen Team. Ja. Hat total Spaß gemacht und danke fürs Einschalten. Ciao, ciao. Tschüss.